Aber es war doch nicht so, dass wir irgendwie als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit Berührungsängste mit der Bevölkerung gehabt haben. Das war nicht so der Fall. Das war nicht so der Fall. Das haben wir nicht gehabt. Ja. Und ich sehe das auch nicht so betrachtet aus, dass die Bevölkerung nur in der Staatssicherheit nur in ein Objekt gesehen hat, das nur strafbare Handlungen durchführt oder einsperrt. So sehe ich das nicht. Und so war es auch nicht. So war es auch nicht. Nun kann man heute über die Staatssicherheit denken und reden, wie man will. Die Staatssicherheit ja damals auch eine gewisse Autorität hatte. Heute sagen sie Angst und was nicht alles noch. Ach, ich habe so viel Vertrauensbeweise kennengelernt. Uns hat doch keiner beschimpft. Also wir hatten schon eine gewisse Autorität und ein gutes Ansehen. Das war sicher der Regel. Nichts war in der DDR so geheim wie die Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit. Fast 100.000 Hauptamtliche und etwa 150.000 inoffizielle Mitarbeiter waren Tag und Nacht im Einsatz. Erinnerungen an einen ehemaligen Arbeitsplatz. Sie glauben gar nicht, was wir für prächtige Kollektive hatten. Auch so unser Leitungskollektiv in der Bezirksverwaltung Berlin. Diese enge, herzliche Kameradschaftlichkeit, das hat sich eingeprägt. Das kann man wahrscheinlich heute gar nicht mehr beurteilen. Solche Atmosphäre kann es unter den heutigen Bedingungen in Verwaltungen oder Betrieben gar nicht mehr geben. Die Bedrohung, die vom MFS ausging, war unbestimmt und unkalkulierbar. Die Methoden waren leise und weitgehend unsichtbar. Eine Kontrolle des MFS gab es nicht. Erinnerungen an die verlorene Allmacht. Ich hatte Süder DDR, ich habe das mal einen französischen Journalisten versucht zu erklären, ein Verhältnis vielleicht wie ein Vater zu seinen Kindern. Man sieht, wenn die Kinder aufwachsen, ihre Fehler. Man möchte diese Fehler auch korrigieren. Das geht aber nicht in allen Fällen, nicht immer. Aber man wird nie ohne weiteres seine Kinder gleich verstoßen. Also das heißt, ich habe die DDR mit ihren Fehlern und Schwächen wahrgenommen. Aber ich habe natürlich den Bruch mit der DDR deshalb nicht vollzogen, sondern versucht, diese Fehler möglichst zu korrigieren, soweit es in meinen Möglichkeiten stand. Das MFS genoss den Ruf, einer der besten Geheimdienste der Welt zu sein. Doch dann, im November 1989, versagte der allmächtige Sicherheitsapparat. Erinnerungen an die große Niederlage. Wir hatten die Waffen. Und manche Gruppen von Leuten, die sagen immer, sie sind die Erfinder der friedlichen Revolution. Abgesehen davon, dass es gar keine Revolution war, sondern eben einfach mehr eine nach hinten gerichtete Konterrevolution, weil der Kapitalismus wiedergekommen ist. Brauchen wir nicht agitieren. Aber sie haben die friedliche Revolution oder die friedliche Entwicklung gesichert. Das ist ja eine Lüge. Die hatten ja gar nichts, womit sie unfriedlich werden können. Also Stein, Mauerstein und Stangen. Was gibt's denn jetzt? Mit Frauen. Das gibt's doch nicht. Jetzt gehen sie rein. Jetzt gehen sie rein. Das ist er. Klein, jetzt ist er. Ha, genau, das ist er. Auch wenn es in unserer Republik für die Organisierung einer inneren, einer antisozialistischen Opposition keine sozialökonomische Basis gibt, so gibt es aber trotzdem in unserer Gesellschaft noch genügend Menschen mit rückständigen und feindlichen Auffassungen. Gibt es nicht wenige Feinde des Sozialismus? Nicht wenige, Genossen. Ich bin nur höflich. Die politische Opposition, ich hatte das vorhin schon angedeutet, dass in den gesamten Ermittlungsverfahren die durchgeführt wurden durch die Hauptabteilung Untersuchung. Ich hatte das vorhin angedeutet, dass das also 80.000 waren, davon 0,5% politische Opposition waren. Dass man hätte vielleicht zum damaligen Zeitpunkt hätte versuchen sollen, mit ihnen Verbindung aufzunehmen, soweit es im Sinne war, auch wirkliche Veränderungen im Sinne des Sozialismus durchzuführen.
Diese Geschichte war nach unserer Einschätzung von Anfang an ein riesiger Etikettenschwindel. Es war einfach so, dass man dieses Etikett Friedensbewegung benutzt hat, weil die DDR sich in ihrer Außenpolitik, die auf Frieden und Abrüstung gerichtet war, diskreditiert hätte, wenn sie also gegen irgendeine Bewegung, die unter dem Mantel der Friedensbewegung auftritt, vorgegangen wäre. Und so hat sich das dann auch für uns weiter dargestellt. Leute, die immer ständig mit weißen Fahnen am Auto rumgefahren sind und irgendwelche Autokorsos organisiert haben, die sogar ganz gefährliche Züge annahmen, wenn man in die Hauptstadt guckt, wo mal Informationen gab, die machen alle in Richtung Brandenburger Tor. Nur das hätte noch gefehlt, wenn im Brandenburger Tor da so eine Horde, das sage ich bitte mal Horde, man möge, der Einzelne möge mir das verzeihen, von Menschen mit PKWs dann in das Brandenburger Tor anrammelt und dort auch nur einer die Waffe zieht. Das können wir uns ja alle ausmalen, was da passiert wäre. Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung Karl-Marx-Stadt. Operativer Vorgang, Deckname Spaten. Eine Person war in unser Blickfeld geraten, weil sie politische Meinungsäußerung getan hat, die darauf deutet, dass sie sehr starke Vorbehalte gegen irgendein gesellschaftliches Verhältnis bei uns hat. Und wir sind dann von der Annahme ausgegangen, wer so denkt, der handelt vielleicht auch staatsfeindlich und erfüllt durch Handeln einen Straftatbestand. Die Zielstellung der operativen Bearbeitung der Person O besteht in der vorbeugenden Verhinderung politisch negativer Aktivitäten des pazifistisch orientierten Personenkreises sowie weitere Verunsicherung, Zersetzung und Disziplinierung dieses Personenkreises. Es waren Bürger, die durch verschiedene Wege dazu gekommen sind, dass sie mehr oder weniger durch ihre Handlung in der Öffentlichkeit oder als Bürger strafbare Handlungen begangen haben, also gegen die Gesetze der DDR verstoßen haben. Und jeder Bürger wusste doch, und jeder Bürger kannte doch die Gesetze der DDR. So. Wenn ich also weiß, dass die Grenze abgesichert ist und ich über die Grenze nicht gehe, dann kann ich nicht versuchen, einen Fluchtversuch über die Grenze, wenn ich weiß, dass ich dann zur Verantwortung gezogen werde. Oder nehmen wir an die Frage der Spionage oder nehmen wir an die Frage der Wirtschaftsverbrechen. Zur Präzisierung des Maßnahmeplanes werden folgende Informationen benötigt. Angaben über die finanziellen Verhältnisse des K. Informationen über sämtliche, auch geringfügige Gesetzesverletzungen des K. Einschätzung der charakterlichen und moralischen Seite von K. Das ist das Sammeln von Informationen zu einer Person in ihrem Umfeld, entweder im Arbeitsumfeld, da ist es relativ unkompliziert, da haben wir dann die Dienstvorgesetzten, Kaderabteilung in den Betrieben oder Einrichtungen angesprochen, haben Erkundigungen eingeholt, aber mehr noch im Wohngebiet, also im Wohnumfeld Erkundigungen über eine Person einzuholen. Da sind wir dann nicht hingegangen und haben gesagt, ich bin von der Staatssicherheit und sagen Sie mal, was ist denn Ihr Nachbar für einen Bürger, sondern wir haben eine Legende gewählt, einen Vorwand gewählt, um eine Auskunft zu erreichen. Man kann zum Beispiel davon ausgehen oder kann als Kriminalpolizei zum Beispiel ermitteln und eine Behauptung in die Welt setzen. Behaupten, aus diesem Haus sei irgendetwas geschehen. Wir hatten Hinweis, aus dem Haus sei Luftgewehr auf ein Kind geschossen worden. Und dann wird erstmal, man spricht jemanden an, der weiß natürlich nichts davon. Und dann geht man mal, wer käme denn in Frage? Das ist eine Definitive. Und dann kann man Haus für Haus, Wohnung für Wohnung durchgehen. Und dann wird dem alles erzählen, warum der das nicht war. Und wird den Menschen schildern, sagt, der macht das nicht, der ist ehrlich, der geht immer arbeiten, der schlägt seine Frau nicht, der hat selber Kinder, ist ein ganz kinderlieber Mensch. Und dann weiß ich, dass er ein kinderlieber Mensch ist und was nicht alles. Also durch eine fiktive Behauptung kann ich denjenigen zum Reden zu bringen. Das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Mitunter sind Ermittlungen auch oder Ermittlungsversuche ins Leere gegangen, weil man gar nicht erfahren hat. Das ist auch vorgekommen.
Die wichtigsten Informationen kamen durch den Einsatz von inoffiziellen Mitarbeitern zustande. Oftmals Freunde, Verwandte oder sogar der Ehepartner der Zielperson. Informationen zum außerdienstlichen Kontakt meiner Ehefrau mit dem Mitarbeiter der Firma. Seit der Umbesetzung meiner Frau vor einem Dreivierteljahr in die Importgruppe meine Frau sehr häufig dienstliche Kontakte bei WMW mit. Diese Kontakte waren dienstlich bedingt und aufgrund der Terminvorgaben zeitlich gerafft und wie gesagt häufig. Aktenvermerk. Ziel des Besuches war, die Bereitschaft des IM sowie seiner Ehefrau zu testen, bestimmte operative Maßnahmen in seiner Wohnung zu gestatten. Genosse B. sagte, dass wir bestimmte technische Mittel zum Einsatz bringen könnten, doch dazu bräuchten wir ihre Einwilligung. Der inoffizielle Mitarbeiter K. sagte sinngemäß, ich könnte doch ein Loch in die Wand zu Kunzes Wohnung bohren, wäre das nicht möglich. Bedenken hatte der IM lediglich, dass wir durch diese Maßnahme auch in seine Intimsphäre eindringen und mithören könnten, was in seiner Wohnung geschieht und gesprochen wird. Wenn ich für einen bestimmten operative Zielsetzung, für einen operativen Prozess eine inoffizielle Quelle brauchte, dann gab es für mich zwei prinzipielle Möglichkeiten. Erstmal mich zu informieren, ob in dem Umfeld der Zielperson schon eine Quelle vorhanden ist. Das konnte man überprüfen, indem man namentlich überprüft hat in Abteilung 12 des Ministeriums, ob da Erfassungen vorliegen, positive Erfassungen, wie wir sagten, also ob schon ein IM vorhanden ist. Und wenn das nicht der Fall ist, musste ich mir einen Kopf machen, wer von den Umgangspersonen eventuell geeignet sein könnte, meinen Informationsbedarf zur Zielperson zu decken. Und mir dann Kopf machen, wie ich diese Person dazu gewinnen kann, das MFS zu unterstützen. Was man uns durch die Geschichtsaufarbeiter immer wieder sagen will, wir haben also Fehler gemacht, wir haben gegen die Bevölkerung gearbeitet, wir haben ein flächendeckendes Spitzelsystem gehabt, das ist einfache Lüge. Und einfach dazu angetan und angelegt, die 80.000 Leute und darüber hinaus die 100.000 IMs vielleicht, die insgesamt gearbeitet haben, zu diskriminieren. Weiter gar nichts. Denn das ist eine Lüge, die stimmt überhaupt nicht. Die Ehefrau des IM sagte, dass es ihr etwas peinlich sei, einen Menschen zu bespitzeln. Ihr Mann sagte, Mutti, wir dürfen uns an dem, was der Kunze tut, nicht mitschuldig machen. Er ist kein Mensch unserer Gesellschaft. Bei dem dürfen wir keine Skrupel haben. Wir haben ja nicht umsonst den Begriff inoffizielle Mitarbeiter gewählt. Das war auch ein Verhältnis von Geben und Nehmen. Also inoffizielle Mitarbeiter haben mit ihren Auffassungen, Meinungen, auch Mitarbeiter des MFS zu bestimmten Überlegungen angeregt und auch geistig in der Auseinandersetzung mit den, im Gespräch untereinander zu neuen Ideen, zu neuen Gedanken geführt, neue Gedanken hervorgerufen. Also das, es gab hier schon ein Verhältnis von Geben und Nehmen. Und es war natürlich mitunter auch so, dass der inoffizielle Mitarbeiter den Mitarbeiter des MFS sogar haushoch überlegen war und am Ende auch nicht mehr klar war, wer wen geführt hat, mit diesem Begriff Führungsoffizier zu sagen. Aber das waren dann schon die Ausnahmen. Allgemein waren es schon Partner auf gleicher Augenhöhe. Und da verrate ich kein Geheimnis, da steht in den GAUK-Broschüren drin, dass immerhin 85% der von uns geworbenen inoffiziellen Mitarbeiter aus ehrlicher, innerer, politischer Überzeugung mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammengearbeitet haben. Ganz, in ganz wenigen Ausnahmefällen erfolgte die Zusammenarbeit auf der Basis der Wiedergutmachung. Das heißt, die hatten irgendwelche strafbaren Handlungen begangen und erklärten sich bereit, im Rahmen der Zusammenarbeit den Schaden, den sie angerichtet hatten, wieder gut zu machen. Aktennotiz. Der Sohn des S. ist in ein Waffendelikt verwickelt.
Genannter Sachverhalt wird zum Anlass genommen, um den S zu kontaktieren und vor die Alternative zu stellen: Ermittlungsverfahren gegen den Sohn oder Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit. Da sind doch ein paar interessante Leute in Haft. Nicht? Da bin ich in die Haftanstalt. Nicht? Und habe mit einigen gesprochen, was ich noch kannte aus verschiedenen Formen, weil ich Wirtschaftsverbrechen im Amt damals bearbeitet habe bei der Kripo. Nicht? Und einige waren in Haft und sollten entlassen werden. Na, da habe ich gebeten, den betreffenden Sachbearbeiter, pass mal auf, vielleicht kann ich den entlassen, mit dir zusammen, weil ich mit denen noch später einiges zu besprechen habe. Nicht? Also das heißt, die sahen in mir jetzt einen Menschen, der nicht, geholfen hat. Nicht? Und in der Folgezeit haben wir uns dann öfters getroffen und an bestimmten Dingen gearbeitet, je nach der Information, die vorlag, und sind damit natürlich gut in Kontakt gekommen. Oder eben, dass er sich schuldig fühlte, noch. Und nun wurde er entlassen. Er wusste nicht, dass er sowieso entlassen wird. Nee. Er hätte ja sowieso entlassen werden können. Aber jetzt ist doch, das ist doch menschlich, psychologisch wichtig. Du hast mich doch entlassen. Also Sie. Also haben Sie was Gutes für mich getan. Dann bin ich ja bereit, auch für Sie was Gutes zu tun. Guten Tag, mein Name ist Schulze. Wir haben miteinander telefoniert. Das ist mein Kollege Müller. Schulze und Müller. Ich verstehe Ihre Skepsis, aber wir heißen wirklich so. Und die entscheidende Frage ist also, auf den Menschen zugehen, vertrauensvolles Verhältnis herstellen, vertrauensvolles Gespräch zu führen, richtig zu erlernen und den Menschen als Menschen zu behandeln. Danke. Tja, also, Dr. Dallo, wir wollen Ihnen helfen. Ich brauche keine Hilfe. Natürlich brauchen Sie Hilfe und wir geben sie Ihnen. Was haben Sie vor? Wollen Sie wieder in Ihrem Institut anfangen? Auf gar keinen Fall. Sie könnten am Montag wieder anfangen. Wir helfen Ihnen. Sie helfen uns. Dann und wann brauchten wir einfach Informationen, nichts Aufregendes und nichts von Bedeutung. Sie wissen doch, die Bürokratie heutzutage wird immer unersättlicher. Sie sind vom Rat der Stadt. Nein, wir sind vom... Sie brauchen mir nichts zu erklären. Ich hatte schon mal das Vergnügen. Leider kam es damals zu keiner Zusammenarbeit. Wenn es Ihnen schwerfällt, dann lassen wir das mit den Informationen vorerst. Wir können darüber immer noch reden. Warum bemühen Sie sich so um mich? Weil wir davon überzeugt sind, dass Ihre Verurteilung damals eine Dummheit war. Jedenfalls aus heutiger Sicht. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Er muss das Gefühl haben, hier sitzt vor mir ein Mensch, der mir helfen will, der einer guten Sache dient. Und ich will ihm auch helfen. Wir waren bereits zweimal bei ihm. Leider vergeblich. Tut mir leid. Haben Sie es sich überlegt? Was sollte ich mir überlegt haben? Unser Angebot mit dem Institut und die andere kleine Bitte auch. War ich bei unserer letzten Begegnung nicht deutlich genug? Wir alle werden mitunter von den Realitäten zu anderen Auffassungen gezwungen. Oder brauchen Sie kein Geld zum Leben? Na gut, wie auch immer. Aber erfahrungsgemäß war es so, einmal Nein gesagt, war Nein. Und das, also ich kann mich nicht erinnern, da jemand mal dann später gewonnen zu haben. Es hätte zu nichts geführt, ich habe es auch nicht versucht und musste zur Kenntnis nehmen, dass er bei diesem Nein blieb und damit hatte es sich. Wir können Ihnen helfen, wir können Ihnen aber auch hinderlich sein. Wir melden uns wieder. Thank you.
Bericht eines IM. Ich traf MB in den letzten Tagen mehrmals in der Bodega bzw. vor dem Industriezentrum. Es war immer gegen 16 Uhr. MB war mehrmals in Begleitung eines Mädchens. Ich nehme an, dass es sich um eine Arbeitskollegin handelt. Sie ist ca. 1,60 Meter groß, blond, mittellanges Haar, schlank. Mein Eindruck ist, dass MB etwas für sie empfindet und sich um sie bemüht. Pilz. Treffen war auch unterschiedlich, aber auf grundsätzlich natürlich in einer konspirativen Wohnung. Ne? Und jeder Mitarbeiter hatte ja eigentlich konspirative Wohnungen zu haben, zu werben, zu schaffen. Ne? Konspirative Wohnung, also das heißt Menschen, die bereit sind, einen Teil, ein Zimmer oder die Wohnung zur Verfügung zu stellen für Treffs. Grundsatz war, der IM bestimmt den Zeitpunkt des Treffs und nicht der Mitarbeiter. Es gab zu jedem inoffiziellen Mitarbeiter einen Treffplan, auch was man mit ihm besprechen will beim Treff. Ne? Und es gab zu jedem dieser IMs auch einen Plan der Verbindungsaufnahme, ne? Wenn mal unterbrochen ist die Verbindung. Und er wusste auch, wie er mich erreicht und ich wusste, wie ich ihn erreiche. Ne? Über sich sollte man so wenig wie möglich erzählen. Aber ganz ohne dem geht es ja nicht. Ne? Deshalb hat man ja gegenüber bestimmten IMs ja nicht einmal seinen Namen, seinen Klarnamen genannt. Ne? Das kommt ja darauf an, wie lange man und wie die Zuverlässigkeit sich schon erwiesen hat. Ne? Hut ab vor den IMs. Nicht? Also eine größere Hochachtung. Sie haben ja großartige Arbeit geleistet, haben aber auch andererseits nicht mehr gemacht, wie eigentlich ein bewusster Staatsbürger eigentlich nach Verfassung der DDR machen sollte. Sie haben die Sicherheitsorgane bei ihrer komplizierten Arbeit unterstützt. Und sie haben Opfer auf sich genommen. Die haben sich doch nicht hergegeben für irgendwelche Verbrechen im Namen der Staatssicherheit oder im Auftrag der Staatssicherheit. Die haben das getan, letztendlich, nachdem wir eine Zeit lang mit ihnen gearbeitet haben und sie erkannt haben, alle Zusammenhänge, um den Staat ihres Vaters, also ihr Vaterland, zu schützen. Operativ, das war die Krone der Arbeit der Staatssicherheit, weil die so interessant und abwechslungsreich war und ihn so richtig gefordert hat. Also das sind solche operative Feinheiten, solche Mosaikchen, die kann man schlecht erzählen, die muss man miterlebt haben, die muss man mitgemacht haben. Das operative Leben, das war der, und deshalb war es auch so interessant, sage ich mal, wirklich am Rande, war wirklich, es war faszinierend. Wir haben den Postverkehr in der DDR relativ großzügig kontrollieren können als MFS.
Dazu wurde ein Auftrag Postumleitung eingeleitet, der musste schriftlich eingeleitet werden. Und die Handhabung der Postumleitung, also den Antrag stellen, konnte jeder operative Mitarbeiter, der operative Prozesse geführt hat. Aktenvermerk, Abteilung 20. Bei der Beobachtung am 25.11.1976 wurde festgestellt, dass Schreiber nach scharfer Eigenkontrolle gegen 19.20 Uhr in der Reilstraße einen Brief in den Briefkasten warf. Liebe Else, lieber Kurt, herzliche Grüße an eure Lieben und besten Dank für die schönen Bilder zu meinem Geburtstag. Gebe ich ein schönes Bild auch von mir. Vor allen Dingen wollen wir Else alles Gute wünschen, dass sie bald wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden kann. Einer Bauchhöhlenschwangerschaft kann doch heute gut geholfen werden. Die Neurotätigkeit spielte im MFS eine riesengroße Rolle. Wir hatten in allen Dienststellen, also Bezirksverwaltung und so weiter, Hauptabteilung, Neurabeauftragte. Und da gab es auch Neuramessen. Und da wurden auch Neura, die besonders gute Entwicklungen vorgelegt hatten, ausgezeichnet, prämiert und so weiter. Ohnehin legte man in der Staatssicherheit sehr viel Wert auf Kreativität, ja, auf bewusste Mitarbeit. Wenn Sie sich jetzt, Sie als, vielleicht erniedrigt, Sie weiß ich nicht, als Bürger X, ja, 2 oder 4 oder 7 oder 11 Geliebte zulegen und mit denen gut klarkommen, dann ist das Ihr persönliches Problem, dann hat mich das überhaupt nicht interessiert. Wären Sie Landesvorsitzender der SPD oder der CDU gewesen, dann hätte es mich interessiert. Also mal diesen Unterschied. Also die Privatsphäre von Tante Max, Oma Meier und. Die interessierte mich überhaupt nicht. Null. Die moralische Verwerflichkeit dieser über 50-jährigen Spionin kam auch darin zum Ausdruck, dass sie ihren Arbeitstag wiederholt mit Ausübung sexueller Beziehung mit einem Kollegen begann, nachdem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann die Arbeitsstelle aufgesucht hatte. Nicht befriedigt oder erst richtig auf den Geschmack gekommen, ruft sie unmittelbar danach einen Bekannten an, mit dem sie ebenfalls außereheliche Beziehungen unterhielt. Hallo? Na, hast du schon auf mich gewartet? Das ist schön. Moralische Sauberkeit, positive Einstellung zur Arbeit und überzeugt sein von der Richtigkeit und Notwendigkeit der Arbeit. Ehrlichkeit, gegenseitiges Vertrauen, untereinander, miteinander. Das sind so die, meiner Meinung nach, doch die tragenden Eigenschaften. Verschwiegenheit, keine Schwatzhaftigkeit, sauber leben, sauberen Umgang pflegen. Und in klaren, jetzt haben Sie über Geheimdienstmitarbeiter gesprochen, jetzt spreche ich als ehemaliger Mitarbeiter Staatssicherheit, einen klaren Klassenstandpunkt und ein klares Feindbild. Und das war ja eigentlich das, worauf der Minister immer wieder einging. Tschechismus und klaren Kopf, nicht? Heißes Herz und saubere Hände haben, sauberer wie jedermann, nicht? Das war sein Grundsatz, nachdem er uns erzog. Das ist doch eine formale Frage. Ich liebe doch alle Menschen. Ich setze mich doch dafür ein. Das war seine ehrliche Meinung. Ich liebe euch alle. Ja.
Es war nicht der Mensch, der mit brachialer Gewalt irgendetwas verändern wollte. Bloß wie er es gesagt hat, wo er es gesagt hat, unpassender ging es nicht. Also damals diese verfehlte Rede, danach die letzte, da hält in der Volkskammer, ich liebe euch alle. Die Rede hätte er wollte ja sagen, ich liebe euch alle, die für den Sozialismus eintreten. Ich nehme ihm ab, dass er es so gemeint hat. Er ist als Minister für Staatssicherheit und die gesamte Staatssicherheit ist doch für das Volk da. Wenn wir nicht gerade jetzt hier in der DDR wären, ich würde euch das ganz ehrlich sagen, wenn der Westpfennig wäre, so in der glücklichen Lage wie die Sowjetunion, dann würde ich einen erschießen lassen. Revolutionäre Gesetzlichkeit, damit wir nicht etwa einen Prozess machen, kurzen Prozess machen, so meine ich. Für mich war der Genosse Minister eine Respektsperson, ich sage jetzt mal bis zu seiner letzten Stunde. Und ich habe immer geachtet als einen sehr energischen, jawohl, durchsetzungswilligen, auch durchsetzungsfähigen, aber konstruktiven. Man konnte auch mit ihm reden. Aber man konnte nicht bloß quatschen, ich sag's jetzt mal so. Man musste also seine Meinung begründen. Das konnte man alles. Also er war ein Mensch, der auch die Menschen liebte, besonders die einfachen Menschen. Nicht? Man spricht ja heute über ihn mitunter in übelster Weise und verleumdet ihn, aber ich kann das in keinster Weise bestätigen. Also er war ein Mensch, der immer den Weg zu den einfachen Menschen auch suchte und fand. Ja. Zu den Arbeitern dort, wie ein Kumpel. Wie ein Kumpel. Aber das habe ich selbst nicht unmittelbar erlebt. Also seine Generale hat am liebsten auf allen vielen Griechen sehen. Er hat uns sehr jovial im Umgangston behandelt. Wir haben natürlich immer nur vom Genossen Minister, also haben ihn nur mit Genossen Minister angesprochen und mit Sie. Er konnte sehr hart sein in der Kritik. Ja, er konnte sogar cholerische Anfälle kriegen in bestimmten Situationen. Aber er hat sich dann auch eigentlich immer rechtzeitig wieder gefangen und hat dann versucht auszugleichen. Ich habe ihn als Mensch auch kennengelernt. Meine Frau hat ihn kennengelernt, der Paternoster, wo meine Frau gearbeitet hat. Er fuhr hoch in die Abteilung 12, da hat sie gearbeitet. Und Erich Mielke stieg unten mit ein. Der hat prinzipiell, wenn dort Frauen standen, die Frauen in den Paternoster gelassen und hat auf den nächsten Schub gewartet und hat immer ein freundliches Wort gehabt. Erich Mielke sang nicht nur bei der Demo hier zu Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, sondern der forderte schon zum Singen und zum Lustigsein auf. Und an manchen Cognac auch zusammengetrunken. Schwenkt seinen Hut, adieu's Mamsell, der Flick saß gut. Und als er ihr die Pfanne flickt, da hat sie ihm ein Talerstück wohl in die Hand gedrückt. Der Pfannenflicker schwenkt seinen Hut, adieu's Mamsell, der Flick saß gut. Frauen sind gute Mitarbeiterin. Wissen, was sie wollen, sind häufig klug. Zielstrebig, also ich kann da nichts Negatives sagen. Ich kenne keine, die zum General befördert worden wäre. Der höchste Dienstgrad
Bei Frauen war wohl Oberstleutnant oder Oberst, aber viel weiter konnten sie es nicht bringen. Und das waren dann auch Frauen im medizinischen Dienst oder bei Finanzen oder rückwärtigen Diensten oder dergleichen. Nicht? Ansonsten muss man sagen, hatte sich in dieser Frage die Gleichberechtigung der Frauen auch nicht durchgesetzt. Nicht? Frauen hatten bei uns überhaupt keine Perspektive. Als operative, ich habe zwei operative Mitarbeiterinnen mal kennengelernt, oder drei waren es, drei operative Mitarbeiterinnen mal kennengelernt. Aber es wurde verneint, dass eine Frau IM-führend sein könnte, war Grundsatzproblem. Und ich weiß noch, 1988 oder was, hatte mich hier eine Mitarbeitertochter, die wollte unbedingt Kriminalistin bei uns werden. Ich habe gesagt, Mädchen, das schlacht dir aus dem Kopf, bei uns wirst du keine. Und zum anderen war die Arbeit mit inoffiziellen Mitarbeitern so, dass die Mehrzahl der inoffiziellen Mitarbeiter zwar einen operativen Mitarbeiter akzeptierten, aber keinen weiblichen. Oder wenn sie jung und ledig zu uns in der Hauptabteilung kamen, wir hatten viele junge Leute, dann wurden sie ganz schnell weggefangen. Also weggeheiratet, ja. Personen, die im Westen zu bekannt waren oder die aus anderen politischen Gründen nicht verhaftet werden sollten, wurden vom MFS gezielt verunsichert. Zersetzung hieß die Methode, an deren Anfang die Zerstörung der Privatsphäre stand. Nachdem die unmittelbar unter Revisor wohnenden Mieter ebenfalls um 7.11 Uhr bzw. 7.25 Uhr das Wohnhaus verlassen und ihre Arbeitsstellen aufgesucht hatten, wurde mit der konspirativen Wohnungsdurchsuchung begonnen. Drei operative Mitarbeiter, zwei davon in Uniform, realisierten unter der Legende Brandschutzkontrolle auf dem Dachboden die Vorsicherung. Nachdem sich die Sicherungskräfte überzeugt hatten, dass sich in den links und rechts neben der Mansardenwohnung des Revisors befindlichen Bodenräumen keine Personen aufhielten und aus seiner Wohnung keine Geräusche zu vernehmen waren, betraten die über Funk verständigten und für die konspirative Durchsuchung eingesetzten Kräfte das Wohnhaus. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Buntbartschloss um 9.10 Uhr. Da das obere Sicherheitsschloss nicht verschlossen war, verlief der Schließprozess schnell und ohne Komplikationen. Die Wohnung bestand aus zwei kleinen Räumen, Wohn- und Schlafzimmer, sowie aus Küche, Bad, Abstellkammer und Flur. Es war nicht zu übersehen, dass sie von einem Junggesellen bewohnt wurde. Ordnung und Sauberkeit ließen zu wünschen übrig. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Bezogen auf das einzelne Mitglied des feindlich-negativen Personenzusammenschlusses müssen aus den Kenntnissen seiner Persönlichkeitsstruktur die für die Zersetzungsmaßnahmen geeigneten Ansatzpunkte herausgearbeitet werden. Das Setzen kam eigentlich auf, nachdem sich Gruppen zusammenschlossen, ideologisch zusammenschlossen, politisch zusammenschlossen. Bei uns wurde dann der Begriff Untergrundgruppen gebildet. Die waren zu zersetzen. Aber da sollte nicht Emil, Otto und Ludwig liquidiert, erschossen und umgebracht werden, sondern da sollten ganz logische, sagen wir mal, politische, ideologische, menschliche, moralische Differenzen, die es nun einmal unter Leuten gibt, die eine Gruppe von 10 Personen bilden, Misstrauen geschickt werden. Misstrauen gegen vor allen Dingen den Rädelsführer. Also auch, jawohl, du, wir haben das komische Gefühl, der arbeitet mit der Staatssicherheit zusammen. Also zersetzen im Sinne von beenden, von auflösen dieser Gruppe, aber nichts anderes. Im Prinzip liefen sie darauf hinaus, Intrigen zu spinnen, um die Person zur politischen Handlungsunfähigkeit zu verurteilen oder zu verleiten.
Ich habe dir gesagt, da werden Frauengeschichten erfunden oder auch existierende Frauengeschichten werden bekannt gemacht. Der Begriff ist ja bekannt, Fremdgehen. Wenn einer von dieser Gruppe, vielleicht auch der Rädelsführer, mit einer anderen in der Gruppe fremdgeht, kann man das denn nicht der Frau von diesem Rädelsführer mal wissen lassen? Also da ist das Spiel, ist keine Grenzen gesetzt, aber immer im Rahmen. Maßnahmen zur Schaffung psychischer Belastungen. Zum Alkoholmissbrauch veranlassen. Zu sexuellen Ausschweifungen mit Minderjährigen veranlassen. Liebesverhältnisse, die bestehen, zerstören. Falsche ärztliche Betreuung, anonyme Anrufe. Ich stehe zu meiner Biografie mit allen Wenn und Aber. Und ich lasse mir einfach keine Verbrechen einreden. Ich habe sie nicht begangen und wir wurden auch nicht zur Durchführung von Verbrechen angehalten. Die Methoden waren mitunter nicht fein, aber sie waren alle unblutig. Man kann sicherlich von Glück sagen, dass wir es nicht so weit getrieben haben, dass sich jemand das Leben genommen hat. Wäre ja auch ein Aspekt dabei. Inwieweit psychische Schäden bei Beteiligten geblieben sind, kann ich nicht erklären. Ich habe keine Erkenntnisse dazu. Es gibt davon nach 1990 Behauptungen von dem einen oder anderen, aber persönlich bin ich da sehr vorsichtig, weil sich nach 1990 natürlich auch vieles behaupten lässt und leider auch von uns sehr wenig widersprochen wird, da sich sehr wenig Mitarbeiter in die Öffentlichkeit gewagt haben. Also ich kann es nicht beurteilen. Ich muss nur sagen, wenn Zersetzung nichts genutzt hat, dann hat man eben nichts mehr. Der M ist in Untersuchungshaft zu nehmen. Er wird beschuldigt, versucht zu haben, die staatliche Tätigkeit zu beeinträchtigen. Die zuständige operative Diensteinheit hat einen Vorschlag gemacht. Da ging es ja immer um den Vorschlag zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens mit Haft, so hieß das ja. Und dieser Vorschlag ging in die Untersuchungsabteilung. Die Untersuchungsabteilung hat dazu ein juristisches Gutachten gemacht. Und der Vorschlag mit dem Gutachten wurde mir auf den Tisch gelegt. Und ich habe letztendlich entschieden, ob das Ermittlungsverfahren eingeleitet wird oder nicht. Dann hat die operative Diensteinheit die Abteilung 8, das ist die Abteilung für Beobachtung, Ermittlung, Festnahmen, beauftragt, schriftlich mit meiner Unterschrift die Festnahme durchzuführen. Planmäßige Verhaftungen wurden in der Regel morgens durchgeführt, weil man sicher war, morgens die Menschen auch zu erreichen. Nicht? Um die Festnahme des Revisors möglichst unbeobachtet von Korrespondenten und Diplomaten, insbesondere der BRD und anderen Personen zu realisieren, wurde er am direkten Zugang zum Haus gehindert. Das wurde durch Reparaturarbeiten an der Haustür, die zwei operative Mitarbeiter ausführten, gewährleistet. Einer der beiden Mitarbeiter forderte Revisor wegen der angeblich nicht zu öffnenden Tür auf, mit ihm den Hintereingang des Hauses aufzusuchen und von dort das Haus zu betreten. Revisor stimmte bereitwillig zu und wurde auf dem Weg dorthin in der Charlottenstraße um 9.19 Uhr konspirativ festgenommen. Widerstand kenne ich nicht. Meistens waren sich ja die Menschen auch ihrer strafbaren Handlung bewusst. Und irgendwann und irgendwie hatten sie auch mal damit gerechnet. Also es ist ja nicht so, dass das so völlig aus heiterem Himmel kam und dass das in ihrer Gedankenwelt vorher überhaupt keine Rolle gespielt hätte.
Festnahmesituationen sind möglichst so zu gestalten, dass der Festgenommene annehmen muss, durch eigenes Verschulden in diese Lage gekommen zu sein. Dass die erste Zeit nach der Einlieferung der Inhaftierte als solches nicht gewusst hat, in welcher Untersuchungshaftanstalt er sich befindet. Er hätte ja sein können in Hohenschönhausen, er hätte ja sein können in Lichtenberg, er hätte sein können auch in der Untersuchungshaftanstalt der damaligen Berliner Verwaltung. Die Aufnahmeprozedur bestand darin, er wurde mehr oder weniger von einer zuständigen Diensteinheit, wurde er überführt und wurde eingeliefert in die Untersuchungshaftanstalt. Dann wurde dieser Beschuldigte in einen Verwahrraum geführt, in einen sogenannten Aufnahmeverwahrraum. Dort wurde der Beschuldigte dann körperlich durchsucht. Anschließend wurde er befragt, ob er seine eigene Begleitung tragen will während seiner Untersuchungshaft oder ob er anstaltseigene Kleidung haben will. Unmittelbar danach wurde er dann vorgeführt zu dem diensthabenden Arzt, wurde hier ärztlich untersucht und wurde dann mehr oder weniger dann in einen Verwahrraum verschlossen. In allen anderen waren Fenster. Die waren zum Teil mit Glasbausteinen. So. Der Untersuchungshäftling oder der Beschuldigte hat dann natürlich nicht die Möglichkeit, aus dem Fenster rauszusehen und sich die Umgebung anzusehen. Aber das war nicht nur üblich bei uns zur damaligen DDR-Zeit, sondern das war auch in anderen Ländern der Fall. Denn wir haben es ja von der Bundesrepublik damals übernommen. Indem wir uns das also sachkundig gemacht hatten und haben das. Klar, man muss dazu sagen, das ist immer, wenn man in einer Untersuchungshaftanstalt, wenn man als Beschuldigter in einer Untersuchungshaftanstalt einsitzt und gegen einläuft ein Ermittlungsverfahren, ist das immer bedrückend. Das ist für jeden. Das ist also nicht bloß für den, der jetzt mehr oder weniger seinen Dienst draußen versieht, als Angehörige des Vollzugs Untersuchungshaft. Aber doch zumeist für den Beschuldigten. Die erste Vernehmung, wir nannten das den ersten Angriff, nicht? Die erfolgte sofort nach Festnahme, nicht? Um eben weiteres Material zur Vorlage für den Richter erarbeiten zu können. Das war bei Neuen natürlich immer so, bei Neueinlieferung. Spricht er oder spricht er nicht? Und es war immer die Frage, wenn die Vernehmung beendet war, was ist rausgekommen? Da hat man natürlich mit Stolz berichtet, ja, der spricht, das Geständnis ist da. Stimmt vieles noch nicht, aber es ist im Wesentlichen schon ein Geständnis da. Das hat natürlich stimuliert, das ist doch ganz klar. Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen. Verhörtrakt.
das waren die normalen von Helmerzimmer. Was heißt unnormale gab es nicht, aber so in etwa. So. Der Schreibtisch war hinten, also zum Fenster. War immer so, das war eigentlich ein Prinzip. Der Betreffende, der vernommen wurde, sollte ins Licht gucken, also in das normale Tageslicht, damit man auch seine Mimik studieren kann, Psychologie und. Da war Schreibtisch, vor dem Schreibtisch stand ein Beistelltisch, sagt man. Ne? Um den Schreibtisch herum standen, nicht um den Schreibtisch, um den Beistelltisch standen drei Stühle, 1, 2, 3. Und in der Ecke stand ein Stuhl für den Beschuldigten. Wir haben die Macht. Die unbeschränkte Macht, das ist Ihnen doch klar. Wir können mit Ihnen machen, was wir wollen. Es gibt niemanden, der Ihnen helfen kann. Für uns ist es ein leichtes, Sie sterben zu lassen. Sie kommen in einen Barkas, auf dem steht Brot oder Butter oder Gemüse. Sie kommen nirgends lebend an. Sie verschwinden auf ewig. Nie in Ihrem Leben werden Sie die Möglichkeit haben, über das, was Sie hier erlebt haben, zu sprechen. Sollten Sie es trotzdem tun, überleben Sie das nicht. Ich weiß ja nicht, was Sie von mir hören wollen. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Alles, was Sie bewerkstelligt haben, um nach Westberlin bzw. in die BRD zu kommen. Nichts? Was habe ich denn bewerkstelligt? Ich habe nichts unternommen. Das ist doch gar nicht wahr. Was habe ich denn unternommen? Fragen Sie mich doch nicht, erzählen Sie. Ich habe nichts unternommen. Natürlich. Ich habe nichts. Gar nichts. Das ist bestimmt ein Film, der in einem Objekt gedreht wurde. In einem, nicht in der Haftanstalt, sondern in einem Objekt außerhalb. Ich glaube, den habe ich auch schon mal gesehen. Ja, dann muss man versuchen, die Frau zu beruhigen. Ihr deutlich zu machen, wir wissen doch mehr, als Sie annehmen. Und wenn es sein muss, muss man auch mal von den Beweismitteln, die man hat, so ein kleines Angebot machen. Und wir sagen, wir machen keine Spiegelfechterei, sondern es gibt tatsächlich ernsthafte Geschichten, die Sie ohne weiteres schuldig sprechen können, letztlich. Und das wird dann in den meisten Fällen auch, wenn das so eine Dinge gab, gezogen. Und wenn man natürlich ans Vernehmer dann mitheult, ich kann mich nicht entsinnen, dass sowas gegeben hat, dann wäre natürlich der Vernehmer gewechselt worden, das ist auch klar. Die Frau kann man ja nicht wechseln, die muss sie. Vielleicht frage ich mal anders drum, das werden wir nicht mehr finden. Nicht mehr? Mhm. Was heißt nicht mehr? Ja, wenn es nicht mehr da ist. Ich hoffe, dass noch alles da ist. Wer soll denn was wegnehmen? Meinen Sie irgendwelche Unterlagen oder woher soll ich denn was nehmen? Was habe ich? Ich habe doch im Prinzip gar nichts zu bieten. Brauchst du doch mal. Und die Frage war doch aber im Prinzip, war doch klar, was werden wir denn nicht mehr finden? Ohne Einschränkung. Es hat ja keiner eine Einschränkung vorgenommen. Ja, ich weiß nicht, was Sie nicht mehr finden. Und das, gerade Sie müssen es wissen. Na, was nicht mehr da ist. Entweder das bin ich jetzt schon müde, aber was meinen Sie mit, was werden Sie nicht mehr finden? Hm. Verstehen Sie mich? Nee. Hm. Man kann das natürlich nicht in der Garderobe ablegen und das ist später dann, das wird allen Genossen so gegangen sein. Wenn sie nach Hause gekommen sind, verheiratet waren schon, dann hat man irgendwo gesessen und hat gegrübelt, nachgedacht. Der Vorgang lässt ihnen keine Ruhe, das ganze Problem lässt ihnen keine Ruhe. Er kommt nach Hause, ist wie ein Muffel, spricht überhaupt nicht mehr. Du hast doch Familie. Natürlich hat es das gegeben. Sehr viel sogar. Und dadurch zum Teil auch Streit unter den Leuten. Das ist eine menschlich ganz normale Sache. Der Arbeitstag wurde morgens maßgeblich von Minister Mielke bestimmt. Der hatte die Angewohnheit, schon weit vor offiziellem Dienstbeginn sich telefonisch zu melden und die Lage abzufragen. Und wehe dem, man
war nicht auskunftsbereit, hat ungenaue oder falsche Angaben gemacht, dann konnte er sehr ungehalten werden, sodass man gezwungen war, rechtzeitig den Arbeitstag zu beginnen, rechtzeitig sich die Rapporte anzuhören, was so in der Nacht passiert war im Verantwortungsbereich, um dann exakte Antworten geben zu können. Berlin, den 7.3.1983. Bestätigt Schulz-Oberstleutnant. Bericht über die politisch-operative Situation im Sicherungsbereich der Diensteinheit im Monat Februar 1983. Unterstreichen. Erstens. Ergebnisse der politisch-operativen Nachweisführung zu abgeschlossenen Prozessen. Unterstreichen. OPK unterstreichen. Absatz. Die OPK war eingeleitet worden, da Ausgangshinweise hinsichtlich der Verletzung der Geheimhaltungspflicht zu klären waren und geprüft wurde, ob der Verdacht des Straftatbestandes gemäß § 245 StGB gerechtfertigt ist. Wichtige Informationen waren wegen ein Brand oder ein gewaltsamen Grenzdurchbruch oder eine Flugblattaktion, die doch bestimmte Dimensionen hatte und in der Aussage recht scharf war, dann wurde ich informiert, nicht, sodass ich dann meine entsprechenden Weisungen auch geben konnte. Also da musste dann früh um 5 meistens schon eine Sekretärin da sein. Die hat den Bericht dann schon getippt und ich kam, ich habe dann den ersten Entwurf durchgesehen, hab, wenn ich Anmerkungen, Probleme hatte, wo mir was nicht schlüssig dargelegt war oder was ungenau war, dann habe ich das schon korrigiert und dann ist ja nochmal geändert worden, aber wir hatten natürlich keine Computer, wo man das so ohne weiteres machen. Die Sekretärin mussten dann also meistens ganze Seiten wegen einem Satz oft oder wegen einem Wort neu schreiben. Wir haben das aber auch mit großer Einsatzbereitschaft gemacht. Ja, und dann ist das gleich erstmal den Hauptabteilungsleiter vorgelegt worden. Und wenn er sein Okay gegeben hat, ist das dann weiter verteilt worden. Hier wurde behauptet, dass Genossen im MFS eingestellt wurden, die nicht schreiben können. Mir scheint, dass es darauf ankommt, dass dieser Genosse, der nicht schreiben kann, weiß, was man tun muss, um seine Feinde zu vernichten. Erich Mielke, 1953. Als ich bei der Volkspolizei Kommissar wurde. Das hätte ich nie erträumt, wenn ich damals überhaupt was von einem Kriminalroman und von einem Kommissar gehört. Das war das Größte, war das Höchste. Ich hatte mein Lebensziel erreicht. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich mal im Ministerium für Staatssicherheit General werde oder dass ich zweimal promovieren kann, dass ich Professor werde. Und das soll ich alles über Bord werfen? Die Juristische Hochschule des MFS in Potsdam. Hier erhalten die Offiziersschüler und Generäle ihre akademischen Weihen. Unter anderem die Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaft. Die hatten ja auch keine besondere militärische Ausbildung. Die kamen ja als Zivilisten, als Abiturienten. Wie haben wir gesagt, als verlotterte Abiturienten da an die Schule. Das fiel denen auch schwer, ja. Ja, klar hatten die mal militärische Ausbildung, da schossen die mal mit der MP und mit einem leichten Maschinengewehr, mit der Pistole. Das war eigentlich alles, aber exerzieren, marschieren, selbst grüßen, hat denen ja keiner beigebracht, wie das bei einem Rekruten ist auf einem Übungsplatz, ja, oder auf einem Exerzierplatz. Sollte ich jemals diesen meinen feierlichen Fahneneid verletzen, so möge mich die harte Strafe der Gesetze unserer Republik und die Verachtung des werktätigen Volkes treffen. Ja, also ich muss sagen, ich kann in der Hauptabteilung überhaupt nichts Negatives über die Mitarbeiter sagen. Das sind zuverlässige, einsatzbereite Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, die zu ihrem Fahneneid gestanden haben. Ich nehme es mal jetzt ganz unpolitisch nur von dieser staatsrechtlichen Seite, Fahneneid. Und wenn ich einen Fahneneid geschworen habe, dann stehe ich zu meinem Eid. Wir sind nicht gefeit, leider, dass auch mal ein Schuchtner unter uns sein kann. Wir sind nicht gefeit, Herr Jenes, leider.
Wenn ich das schon jetzt wüsste, dann würde auch morgen schon nicht mehr leben. Ganz kurz. Prozess. Verräter wurden allgemein verurteilt, ich sag's mal so. Von der inneren Einstellung her, ja. Und wie hat sich so ein Fall wie der Verrat von Werner Stiller auf die Atmosphäre im Ministerium ausgewirkt? Also Stiller war für uns ein, Schlag ins Wasser, ich sag's jetzt mal so, regelrechter Schlag. Überschrift, sowas darf's nie geben. Vor allen Dingen nicht HVA, die ja sehr nah am Gegner sind. Und die interne Meinung, dass es keine Juristenmeinung war, sowas gehört erschossen. Aber wenn ich Humanist bin, deshalb habe ich solche Auffassung. Lieber Millionen Menschen vom Tode retten, als wir ihn Banditen leben lassen, der also uns dann also die Toten bringt. Damit er mal richtig erklären, warum man so hart sein muss. Weil die Schwafel von Wehen nicht hinrichten und nicht Todesurteil, alles Käse ist gelassen. Hinrichten die Menschen ohne Gesetze, ohne Gerichtsbarkeit und so weiter. Hass. Intensives und tiefes Gefühl. Der moralische Inhalt des Hasses ist abhängig vom Gegenstand, auf den er gerichtet ist. Und kann von daher wertvoll und erhaben oder kleinlich und niedrig sein. Hass ist eine der entscheidenden Grundlagen für den leidenschaftlichen und unversöhnlichen Kampf mit dem Feind. Wörterbuch des MFS. Ich glaube schon, dass das richtig interpretiert wird, dass dieser Hass auch geschürt werden sollte und in die Mitarbeiter eingepflanzt werden sollte, damit sie ihren Dienst so machen, wie das zu erwarten war. Und das war die Denkweise von Menschen, denen man den Hass nicht beibringen musste, sondern denen der Kapitalismus diesen Hass noch, die zwar auch die Mörder von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht nicht persönlich mehr kannten, aber doch diese Atmosphäre erlebt haben, wie Mielke und Honecker und Menschen dieser Generation. Und ausschlaggebend war eigentlich für mich da, dass, weil aus meiner eigenen Familie durch die Nazis meine Mutter im Konzentrationslager umgekommen ist. Und ich wollte eigentlich mit dazu dienen, dass das also eigentlich nie wieder passiert. Und deswegen hatte ich mich mehr oder weniger dann auch verpflichtet, durch meine Tätigkeit alles zu tun, dass also das nicht wieder passiert. Und deswegen hat mir eigentlich die Arbeit sehr viel Freude gemacht. Ab heute heißen Sie Links, verstanden? Links, merken Sie sich das, ein mündlicher Befehl ist dasselbe wie eine schriftliche Zellenordnung. Kapiert? Bravo, Links, Sie lernen doch. Der Zahnputzbecher muss auf die rechte Konsolenseite, wenn nur ein Häftling in der Zelle ist. Der Stiel von der Bürste muss schräg nach rechts geneigt im Becher stehen, sodass die Borsten nach links weisen. Die zwei Handtücher müssen mit den Falten nach innen anhängen. Haben Sie kapiert? Bringen Sie die Zelle in Ordnung, links. Wenn der Angehörige des Vollzuges, also des Wach- und Sicherungspersonal, wenn der die Zellen, die er aufgeschlossen hat, musste der Beschuldigte sich hinterstellen an das Fenster. So. Und wurde dann sein Anliegen, was er hatte, wurde entgegengenommen von den Angehörigen des Vollzuges und wurde dann dementsprechend dann realisiert. Er wurde nicht mit seinem Namen angerechnet, er wurde angesprochen dann mit der Zellennummer. Also Nummern, sagen wir mal zum Beispiel Nummer 100 oder 102. Postenanweisung für den Wachdienst. Der Verhaftete muss sich ständig beobachtet und kontrolliert fühlen. Es bestand also die Weisung gegenüber den Beschuldigten, dass er die Hände während des Schlafs, die Hände auf der Schlafdecke
zu liegen hatte. So. Aber das war ja nicht immer einzuhalten, denn der Beschuldigte als solcher, der drehte sich ja mal, oder wie das so im Schlaf ist, wenn Schlafwandel ist, ist das selbstverständlich, dass das, und das war ja, ist ja nun nicht so, dass das nur jetzt ständig geahndet worden ist. Wie heutzutage immer wieder behauptet wird, dass dann die Wachen sich, dass die Angehörigen des Vollzuges dann mehr oder weniger auf der Station rumgeschrien haben oder mit den Füßen an die Zellentüren gehen. Das war nicht so. Das ist nicht wahr. Das sind Unwahrheiten. Haftraumordnung. Die Lagerstätte darf während der Tagesstunden nur mit ärztlicher Liegeerlaubnis benutzt werden. Häftlingen ist es verboten, während der Nachtruhe Hände und Gesicht zu verdecken. Links, kommen Sie raus. Sie bekommen 3 Tage Arrest. Jetzt lernen Sie den Bunker kennen. Übliche Verkünstigungen waren zum Beispiel also Literatur lesen. Wir hatten also zum Beispiel bis Ende 1989 hatten wir in der Bücherei 1500 Bücher, wo die Möglichkeit bestand, durch die Beschuldigten die in Anspruch zu nehmen. Dann hatten die Inhaftierten oder die Beschuldigten die Möglichkeit, die Presseerzeugnisse zu lesen. So. Sie konnten Fachliteratur lesen, konnten die auch von sich, von zu Hause aus bestellen oder beim nächsten Besuch mitbringen. Dann gab es eine erweiterte Liegeerlaubnis oder erweiterte Freistunde. Unter dem Begriff Freistunde versteht man, jeden Beschuldigten stand jeden Tag zu, eine Stunde sich im Freien zu bewegen. Oder aus seiner Zelle, aus seiner Verwahrraum, dann rausgenommen, vorgeführt über einen bestimmten Gang und kam dann in die sogenannten Freiboxen. Wir hatten zum Beispiel in Hohenschönhausen 10 Freiboxen und dort durfte dann der Beschuldigte dann eine Stunde, dann die Freistunde dort in Anspruch nehmen. Wie groß waren die? Ach, wie groß waren die denn nur? Na, ich würde sagen, 5x. Acht mal drei, so im Rechteck. Ja. Es war also genügend. So. Das wurde die Vorführung erfolgte aber immer Zelle um Zelle, nicht, also Verwahrraum zusammen gab es nicht. Es wurde immer ein Verwahrraum vorgeführt und dann der nächste Verwahrraum, so bis die 10 Freiräume gelegt waren und dann kam der nächste Turnus. Vom Innenraum der Verwahrboxen dürfen die Inhaftierten keine Sichtmöglichkeiten in andere Teile des Objektes bzw. angrenzende Bauwerke haben. Auch für die Verhinderung einer akustischen Informationsübermittlung sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Ein möglicher Ausweg aus der Haft? Ein Antrag auf Ausreise in die Bundesrepublik. 33.755 Häftlinge verlassen auf dem Wege des Freikaufs in den Jahren 1963 bis 1989 die DDR. Die haben einen Antrag geschrieben. Wunsch geäußert natürlich als erstes, Papier und Bleistift verlangt oder Stift verlangt und haben dann ganz förmlich einen Antrag geschrieben, der dann
auch durch Inneres bearbeitet wurde. Und die Bearbeitung durch Inneres schloss ein, dass die durch Mitarbeiter, die extra dafür vorbereitet worden waren und eingesetzt worden waren, des MFS befragt wurden, um die Versorgungskunde abzuklären. Kann der reisen oder kann der nicht reisen? Und das erfolgte meistens also die erste Zeit zumindest in der Haftanstalt Karl-Marx-Stadt. Die wurden in der Haftanstalt Karl-Marx-Stadt zusammengefasst und per Transport mit dem Bus von Karl-Marx-Stadt nach Gießen transportieren. Knapp 100.000 D-Mark zahlt die Bundesrepublik für jeden politischen Häftling, der die DDR verlassen darf. Ich wehre mich nur dagegen zu sagen, die DDR hatte keine humanitären Gründe, das zu tun. Alleine die Tatsache, wenn einer 5 Jahre vom Knast geschenkt kriegt, ist das wohl ein humanitärer Grund. Ich verpflichte mich, über alles, was ich während meiner Haftzeit beim MFS sah und hörte, strengstes Stillschweigen zu bewahren. Diese Schweigeverpflichtung gilt auch gegenüber meinen engsten Bekannten und Verwandten. Mir ist bekannt, dass ich bei Bruch dieser Schweigeverpflichtung gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden kann. Das war nach meiner Meinung, war das einer der größten Fehler des Ministeriums für Staatssicherheit, nicht, dass es als Sicherheitsorgan und als Geheimdienst, ich kann schon sagen, ausgenutzt wurde, um die Defizite der Parteiführung auszugleichen. Nicht. Das zeigte sich auf dem Gebiet der Bekämpfung der Opposition. Das war ja eigentlich eine politische Sache. Aber die Politik hatte sich da gänzlich ausgeklinkt. Und es war auf dem Gebiet der Zurückdrängung der Übersiedlungsersuchenden. Das war bis hin zur Sicherung von Großveranstaltungen, wo unsere Mitarbeiter sozusagen als Polizisten auf der Straße gestanden haben. Also es gab da schon eine ganze Reihe von Aufgaben, die nicht der Verantwortung eines Sicherheitsorgans entsprachen. Aufnahme müsst ihr den Mund halten, der Ton geht immer mit drauf, ja? Keine defetistischen Bemerkungen. Feindlich negativer Kräfte in der DDR unter bestimmten, von der Anzahl her, relativ kleinen jugendlichen Personenkreisen zunehmend sozialismusfeindliche beziehungsweise fremde Erscheinungen in Form pseudopazifistischer, anarchistischer, neonazistischer beziehungsweise neofaschistischer, aber neonazistischer beziehungsweise neofaschistischer, aber besonders dekadenter Denk- und Verhaltensweisen zeigen. Dabei handelt es sich besonders um solche nach westlichen Verhaltensmustern auftretende Kräfte wie Punks, Sheehans, Heavy Metals und deren Sympathisanten. Aber auch in jüngster Zeit in das operative Blickfeld geratene sogenannte Kuffiz. Ja. Wir haben es einfach nicht verstanden oder nicht mehr verstanden oder wir waren nicht mehr in der Lage, mit diesen Leuten, die in der Mehrzahl nicht die Beseitigung der DDR im Sinn hatten, sondern die gewisse liberale Entwicklungen anmahnten, die eine gewisse, ich sage es jetzt mal so, Rechtsstaatlichkeit, Eingaberecht, Verwaltungsrecht einforderten, die gewisse Lockerungen im Reiseverkehr anmahnten, die also den Sozialismus in der DDR ein bisschen liberaler machen wollte, die haben wir dann nicht mehr so behandelt, wie sie eigentlich behandelt hätten werden müssen, nämlich mit ihnen in Dialog zu kommen. Wir haben uns mehrfach aufgeregt
in Generalskreisen, ich sage es jetzt mal so, ja, dass man aus dem MFS ein Ministerium für Gesamtverantwortlichkeit machen wollte oder gemacht hatte. Dass wir einfach alles zuständig waren. Wozu gab es denn dort eine Abteilung oder dort ein Ministerium und dort eine Struktureinheit, die das hätte machen können? Ja? Ausreisesachen sind keine Sachen des MFS. Dazu gibt es Pass- und Visumstellen und sowas. Ja? Aber wir sind eigentlich, wenn ich jetzt von mir und meiner Umgebung ausgehe, davon ausgegangen, die Führung wird das doch noch begreifen. Wir haben doch Vertrauen zur Führung. Die Führung wird einen Weg finden. Vielleicht sind wir nicht genügend und voll informiert, wenn wir was nicht verstehen, was dann beschlossen wurde. Nicht? Ja, es gab ja viele Dinge, die dann auf Unverständnis stießen. Nicht? Ja? Also da muss sich was ändern. Nicht? Das hatte schon, glaube ich, sehr, sehr negative Auswirkungen, weil natürlich auch die Mitarbeiter das langsam sicher erkannten und enttäuscht waren. Nicht? Die haben nun mit großem Verantwortungsbewusstsein die Informationen gesammelt, zusammengefasst und zur Auswertung gegeben. Und im Rücklauf stellten sie fest, dass sich nichts ändert. Nicht? Denn im Gegenteil, die Politik, das Versagen der Politik in den letzten Jahren wurde ja immer augenscheinlicher. Die Entscheidungen lagen immer bei der Parteiführung, also speziell bei Erich Honecker. Also ich muss das mal hier auch mal so sagen. Es war vor allen Dingen in den letzten Jahren so, dass alles, was diese sogenannte Opposition betroffen hat, mit Einzelentscheidungen im Grunde von Erich Honecker geregelt wurde. Für die in den letzten Wochen gezeigte hohe Einsatzbereitschaft und vorbildliche Erfüllung der übertragenen Aufgaben spreche ich allen Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit Dank und Anerkennung aus. Auch in den nächsten Wochen sind eine hohe Kampf- und Einsatzbereitschaft der Angehörigen aller Diensteinheiten erforderlich. Die Leiter der Diensteinheiten haben unter Beachtung bisher gewonnener Erfahrungen und Erkenntnisse Festlegungen zum Tragen der Dienstwaffe zu treffen. Erich Mielke, 2. November 1989. Und am 9. Februar, also einen Tag nach dem Jahrestag der Staatssicherheit, habe ich geheiratet. Wenn ich das gewusst hätte, was da alles kommt, nicht, weiß ich nicht, ob ich da noch geheiratet hätte. Nicht? Also ich will nur damit Zeichen setzen, dass ich tatsächlich noch Hoffnungen hatte. Nicht? Würde ich eigentlich nicht sagen. Eine Sympathie hat es dafür nicht gegeben. Aber ein Unverständnis, warum diese Leute das machten. Und es war ja dort einiges organisiert, was uns bekannt war, mit Vertretern, westlichen Vertretern in einzelnen Bereichen, die dann jeweils die Trupps zusammenstellten und organisierten, dass sie nach Leipzig fuhren oder kamen. Also operativ hätte man da sicher schon einiges machen können. Aber dazu gab es eigentlich keine zentrale Orientierung mehr. Thank you.
dass dort kein Schuss fiel. Dass überhaupt kein Schuss in dieser Wendezeit fiel. War im Grunde ein Verdienst derer, die die Waffen hatten. Also Armee, MDI, Ministerium für Staatssicherheit. Mich hat ein iranischer Mitglied der Kommunistischen Partei Irans gefragt, du warst General, warum hast du nicht befohlen, dass geschossen wird? Das ist ja noch extremer, die ganze Geschichte. Aber wir haben natürlich erkannt, erstens stand die Partei nicht mehr zu uns, die Sowjetunion stand nicht zu uns. Wir haben das zwar noch nicht so deutlich gesagt, wir haben es auch vielleicht zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so sehr deutlich erkannt, aber es war schon sichtbar, spürbar, merkbar auch an dem Verhalten unserer Partner. Und drittens hätten wir wahrscheinlich provoziert, dass ein heilloses Tohuwabohu, bewaffnetes Tohuwabohu entstanden wäre, mit bewaffneten Kräften in West-Berlin, Alliierte und auch in der Bundesrepublik. Zusammen. Egal, erstmal, ob wir Flaschen abfüllen, als Kraftfahrer arbeiten, in die Justiz gehen, zum Zoll, zur Polizei oder wir gehen, weil wir das Alter erreicht haben, in Rente. Entscheidend ist, nicht wahr, dass keiner sein Parteibuch auf den Tisch legt, trotz alledem. Entscheidend ist, dass die Kollektive jetzt zusammenstehen, auch wenn sie nur Zeitung lesen und noch einen Block und einen Bleistift in der Hand haben. Dort, wo es möglich ist, muss man noch Treffs machen, unter Wahrung der Konspiration. Aber wir müssen zusammenstehen. Es geht um unsere Partei, es geht um unser Land, es geht um den Sozialismus, es geht um die Erhaltung des Friedens. Und so möchte ich euch nach Hause schicken mit Kampfesgrüßen an alle Genossen. Was soll ich dazu sagen? Das eigentlich, was einen persönlich betrifft, wenn man also 40 Jahre Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit ist, hat also die Hälfte seines Lebens für eine gute Sache gekämpft und alles versucht, und dass es der Menschheit besser geht, eben schon auch der eigenen Familiengeschichte her, und muss dann feststellen, dass dann 1989 alles für das, was man sein halbes Leben geopfert hat, dann doch mehr oder weniger über Nacht dann verloren geht. Immer ausgehend von der Tatsache, dass man das Beste gewollt hat, dass es nicht weiter dazu kam, war also dann doch mehr oder weniger dann wohl doch nicht unsere Schuld als Ministerium für Staatssicherheit gewesen. Ja. Und dann kamen Bürger, bewegte Menschen, Namen will ich gar nicht sagen, ist eigentlich nur nicht ein besonders Ruhmesblatt, wenn die dann kommen und bitten um ein Gespräch mit drei Generalen oder vier Generalen. Und die sagen dann in unnachahmlicher, bürgerbewegter Art, sie brauchen nicht mehr auf Arbeit kommen. Sie sind entlassen. Wir haben das durchgesetzt. Bei der Regierungskommission. So war es nämlich. Wie haben Sie reagiert? Natürlich hätten wir die rausschmeißen können, davon abgesehen. Aber das wäre natürlich sicher auch Sturm im Wasserglas gewesen. Nach fast 40 Jahren. Ich habe ja 5 Jahre lang
jeden Freitag und Sonnabend Werbemittel, 10.000 Werbemittel mit meiner Frau ausgetragen. Und wissen Sie, was das bedeutet hier? Werbemittel austragen, wo sie bekannt sind. Und du willst den Briefkasten schmeißen und da kommst du und sagst, mein, kriegst noch. Ich bin 2 Jahre lang jeden Dienstag von früh um sechs bis abends 19 Uhr Auto, Kofferraum und hinten die beiden Sitze voll mit Werbemitteln über die Dörfer rund um Potsdam gefahren, bei Wind und Wetter, damit ich wenigstens noch ein bisschen was zur Rente verdiene. Ich muss sagen, es gab wenige Momente, wo ich auch physische Angst hatte. Also ob nicht die Nacht der langen Messer uns gegenüber eröffnet wird. Wobei ich mich zu Recht damit beruhigt habe, wenn man uns nicht mehr antut, als wir anderen angetan haben, kann es nicht so schlimm werden. Und das ist eine Weisheit, die ich mir bis heute erhalten habe. Ich habe mich ja dann selbst ein paar Mal in Versammlung noch gestellt, noch als Leiter des AFN, Amt für Nationale Sicherheit, einmal auch mit Gregor Gysi zusammen, wo mir eine Welle des Hasses entgegenschlug. Und das hat mich dann doch stark frappiert. Wir machen alle 2 Jahre Familientreffen. Das sind immer so 35, 45 Leute. Jetzt schon Urenkel. Ich habe 3 Urenkel. Das ist eine schöne Truppe. Und mir hat noch keiner aus dieser Familie, weder Enkel noch Enkelin, die Urenkel können das noch nicht beurteilen, irgendwie und wann einen Vorwurf gemacht. Ja, wieder was sozusagen mit der Ausbildung. Da wollte ich jetzt ansetzen. Leute da zum MFS gekommen, die wussten gar nicht, was sie erwartet. Nicht? Sie sind ja Selbstbewerber, gab es ja nicht, oder? Nein, es gab keine Selbstbewerber. Also wenn Sie mich fragen, als ich 1951 zum MFS kam, waren meine Vorstellungen mehr als vage. Ich kannte die anzuwendenden Mittel und Methoden eines Sicherheitsorgans überhaupt nicht. Ich hatte weder etwas gelesen noch gehört. Ich war eher neugierig, was mich da erwartet. Also und so wird es vielen Mitarbeitern gegangen sein. Natürlich dann in späteren Jahren wurde ja mehr publiziert, war sicherlich der Wissensstand dann etwas höher. Aber bei mir war er fast null. Aber der Wissensstand ist auch ein Klischee. Was man so aus James-Bond-Filmen, also jedenfalls meine Generation aus James-Bond-Filmen... Ja, James Bond war damals noch total unbekannt, die gab es noch nicht, das ist ja vielleicht ein Carré oder so. Aber auch damit hatte ich mich nicht befasst. Und wie gesagt, ich bin da wirklich hin wie die Jungfrau vom Sinnenfall. Nicht? Ist das so eine, gibt es da so eine Aura, auf die man so neugierig ist, oder... So wie Leute, die immer wissen, dass sie zum Theater wollen, weil sie das toll finden, sozusagen. Ich wollte ja gar nicht zum Ministerium für Staatssicherheit. Ich wollte nicht. Ich war ja delegiert zum Studium, zum juristischen Studium an die Akademie für Staat und Recht nach Babelsberg. Habe schon auf meinen Koffern gesessen, wollte abreisen und dann kam die damalige Verwaltung Groß-Berlin für Staatssicherheit und hat mich für das Organ verpflichtet. Na gut, ich hätte auch absagen können, ja, es wären mir auch keine Nachteile daraus erwachsen. Aber ich habe eben eingesehen, dass es notwendig ist, die DDR zu schützen und war auch ein sehr disziplinierter junger Genosse.
war auch völlig überzeugt von der Richtigkeit des Weges in der DDR, sodass ich auf die Verpflichtung eingegangen bin. Aber das war natürlich eine Zäsur in meinem Leben. Denn bis dahin war mein Lebensweg ganz anders vorgezeichnet. Was für eine Ausbildung bekommt man dann? Was ist denn das? Was macht dann Geheimdienstarbeit aus in der Ausbildung? Naja, das war ja dann, waren ja die Anfänge in der Staatssicherheit. Wir wurden noch sehr stark geprägt durch sowjetische Berater, die uns damals faktisch an die Hand genommen hatten. Der Berater hat mit mir vorher durchgesprochen, was ich am Tage zu tun habe, und hat abends auf mich gewartet. Und dann musste ich berichten, wie ich meine Aufgaben durchgeführt hatte. Und er hat mir dann gesagt, was ich falsch oder auch hin und wieder richtig gemacht hatte. Und da ging es natürlich erstmal um die praktischen Fragen. Also wie werbe ich einen geheimen Informator, so hieß es damals, GI, oder sogar einen GM, einen geheimen Mitarbeiter. Wie werbe ich eine konspirative Wohnung? Wie führe ich eine Ermittlung durch? Wie führe ich eine Beobachtung durch? Und so weiter und so weiter. Dann entwickelte sich die Fachschulung. Da wurde großer Wert gelegt auf die sogenannte Spezialdisziplin, das heißt also auf die Theorie der operativen Arbeit und auf juristische Fragen. Das war von Anfang an, spielte das Recht in der Staatssicherheit eine sehr große Rolle. Sodass alle Mitarbeiter wirklich sattelfest waren in der Anwendung der Rechtsnormen. Das heißt aber, Sie haben zum Beispiel gelernt, wie man jemanden beschattet beispielsweise, ja? Ja, Beobachtung. Ja. Das können Sie auch heute noch. So das unsichtbar, sich quasi unsichtbar machen, kann man das? Man kann sich nicht unsichtbar machen, und so wie man sich das vorstellt und wie man das in Filmen liest, dass so ein PKW hinter einem anderen herfährt, und der natürlich völlig unentdeckt bleibt und seine Aufgabe bis zum Schluss erfolgreich löst, das ist eben bloß Kino. In Wirklichkeit erfordert eine qualifizierte Beobachtung einen unerhörten personellen und auch materiellen Aufwand. Aber es gibt doch bestimmt auch gewisse Tricks, sozusagen, das Radio zu drehen im richtigen Moment oder was. Selbstverständlich. Aber da würde ich, Sie interviewen ja Herrn Coburger, da ist der wirklich besser auskunftsfähig als ich. Gab es denn überhaupt eine einheitliche Ausbildung für alle Mitarbeiter? Oder nein, das war natürlich fachspezifisch. Also mit Sicherheit hat der Mitarbeiter der Abwehr in der Volkswirtschaft noch spezielle andere Themen gehabt als der Mitarbeiter an der Kreisdienststelle. Der Mitarbeiter an der Kreisdienststelle, da habe ich ja angefangen, musste eben ein bisschen allround ausgebildet werden, weil er ja auch für die ganze Breite der Aufgaben eingesetzt wurde. War so eine Grundausbildung sozusagen, was alle gelernt haben? Es entwickelte sich dann systematisch im MFS ein ganzes System der Aus- und Weiterbildung. Das waren Fachschulungen, die regelmäßig durchgeführt wurden, nach Plan, nach Themenplan. Das war dann, dass fast jeder Mitarbeiter ein zweijähriges Fernstudium an der Schule in Eiche absolvierte. Das ging dann bis hin zu Intensivlehrgängen in Eiche, Hochschulstudium, 3 bis 4 Jahre, Nutzung der Möglichkeiten der zivilen Universitäten. Wir haben sehr viele Mitarbeiter an die Humboldt-Universität und an andere Hoch- und Fachschulen delegiert, bis hin, dass Forschungsthemen vergeben wurden, die dann als Dissertation verteidigt werden konnten, wenn sie die entsprechende inhaltliche Wertigkeit hatten. Es war ein ganzes ausgewähltes System, sodass zum Schluss doch der Mitarbeiterbestand der Staatssicherheit ein recht qualifizierter war. Macht sich nebenbei auch heute bemerkbar. Viele ehemalige Mitarbeiter setzen sich eben auch heute dank ihrer guten Ausbildung und anderer Eigenschaften, die sie in der Staatssicherheit erworben haben, im Berufsleben durch.
Ich habe noch einen Schulungsfilm gesehen, da ist nicht ganz klar daraus hervorgegangen, ob das jetzt eine Spezialausbildung für einen bestimmten Teil war. Da sind sozusagen Leute in so einer 48-Stunden-Übung vom Helikopter abgesprungen und mussten dann ein Gleis sprengen und wieder zurück und wurden dann wieder aufgenommen. Das sind Spezialausbildungen, das kann schon sein. Damit hatte ich aber nichts zu tun. Das war sicherlich die 22, die Terrorabwehr oder die Arbeitsgruppe des Ministers, nicht, die Aufgaben hatte für die Zeit von Spannungsperioden oder für den Kriegsfall. Also das hatte mit der laufenden politisch-operativen Arbeit des MFS absolut nichts zu tun. Verstehe. Wo war denn hauptsächlich Ihr Arbeitsplatz? Mein Arbeitsplatz war hauptsächlich in meinen Büros, das heißt in der Verwaltung Berlin beziehungsweise im Ministerium. In der Normannenstraße? In den letzten 3 Jahren in der Ruschestraße und davor in der Verwaltung Berlin, also der Bezirksverwaltung Berlin. In der Straße der Befreiung. Das sind ja groß. Wie haben diese Gebäude auf Sie gewirkt und wie glauben Sie, haben diese Gebäude auf Außenstehende gewirkt? Ja, das ist ja ohnehin das ein Problem der Staatssicherheit, dass immer wieder neue Aufgaben zugeteilt wurden seitens der Parteiführung, dass der Apparat damit wuchs, dass wir zum Schluss in der Bezirksverwaltung Berlin etwa 2000 Mitarbeiter hatten, einschließlich Wacheinheit. Muss man natürlich dazu sagen, die Wacheinheit war nicht klein. Und dass man natürlich entsprechende Räume für seine Mitarbeiter brauchte. Und deshalb wurde beschlossen, die alten Gebäude der Bezirksverwaltung in der Prenzlauer Allee aufzugeben und ein neues Dienstgebäude zu bauen in der Straße der Befreiung. Und das hatte natürlich entsprechende Dimensionen, obendrein noch an einem etwas exponierten Platz. Und da in den letzten Jahren die Öffentlichkeitsarbeit in den Medien der DDR systematisch zurückging, bis faktisch auf Null, und auch demzufolge die Transparenz fehlte, kann ich mir vorstellen, dass das auf den Bürger nicht gerade einen guten Eindruck gemacht hat, solch ein großer Gebäudekomplex als Ministerium für Staatssicherheit, Bezirksverwaltung Berlin. Zumal die Bezirksverwaltung nicht weit weg war von dem großen Gebäudekomplex in der Normannenstraße. Also wenn man sagen, von der psychologischen Wirkung her war das sicherlich nicht gerade sehr günstig. Zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, wir haben einfach keinen anderen Platz gefunden zum Bau der Verwaltung. Das war die einfachste Antwort. Wir hatten mehrere Standorte und die wurden uns alle gestrichen und der Standort war übrig geblieben und da haben wir zugegriffen. Wie sah denn das drinnen aus? Heute sind ja so Großraumbüros modern. Ich finde das fürchterlich, aber... Na, das waren in der Regel Arbeitszimmer für 2 bis 3 Mitarbeiter. Die Leiter hatten ein Zimmer für sich und Abteilungsleiter hatten ein Sekretariat. Also hatte der Leiter einer Kreisdienststelle oder einer Abteilung hatte faktisch 2 Zimmer, ein Arbeitszimmer für sich und ein Sekretariat. Ich meine auch bei Ihnen gelesen zu haben, dass die viele Mitarbeiter, jedenfalls operativ tätige Mitarbeiter, ein Einzelzimmer hatten. Das kann durchaus sein, aber in der Regel vorherrschend waren für die operativen Mitarbeiter Räume für 2 bis 3 Mitarbeiter. Ich hatte das so gehört, aus Sicherheitsgründen oder so. Nein. So großzügig konnte man nicht sein. Schon gleich 1990 hat ja für die Nachfolger des MFS das Gebäude nicht mehr ausgereicht und es wurden ja umfangreiche Umbauten vorgenommen, nicht? Und auch, sagen wir mal, Verschönerungen. Nicht? Denn so spartanisch, wie wir gearbeitet haben, wollte man danach nicht weiterarbeiten. Wie war denn das überhaupt so mit der Kommunikation? Eigentlich darf doch der eine Mitarbeiter dem anderen nicht erzählen, was er gerade arbeitet. Ja, das Prinzip galt. Jeder durfte nur so viel wissen, wie es zu seiner eigenen Arbeit erforderlich ist. Und in einem Dreimannzimmer, da hört man dann weg, wenn der Nachbar telefoniert? Ja, das ist wohl in der Praxis nicht möglich.
natürlich kriegt man da vom anderen mit, was, woran er arbeitet und so weiter. Bleibt nicht aus. Gibt es denn so eine informelle Öffentlichkeit, dass man doch eine ganze Menge erfährt, wenn man sich auf dem Gang trifft oder in der Kantine trifft? Ja, na, ich glaube, da nimmt sich die Staatssicherheit oder nahm sich die Staatssicherheit nicht von anderen Institutionen aus. Also Klatsch und Tratsch, glaube ich, gibt es überall in der Gesellschaft, nicht? Und das gab es mit Sicherheit auch in der Staatssicherheit. Worüber ist denn da geklatscht? Naja, auch so, was die Menschen so bewegt, nicht? Ob das bevorstehende Beförderungen sind oder Ernennung von Leitern oder ich weiß es nicht. Sowas hat sich angekündigt, wenn eine Beförderung anstand. Naja, das glaube ich schon, dass darüber auch spekuliert wurde. Nicht? Man sagt ja immer, spaßeshalber, es gibt Prämierte und Deprimierte, nicht? Wie ist eine Beförderung gefeiert worden? Ja, ich denke schon, die Mitarbeiter hat ja eine Beförderung mit Stolz erfüllt und dass sie das mit ihren Arbeitskollegen und in ihrer Familie gefeiert haben, davon gehe ich schon aus, ja. Sie sind ja bestimmt sehr oft befördert worden, nicht? Sie vom Hauptwachtmeister zum Generalleutnant, ja, in 39 Jahren. Welches ist denn die Beförderung, die Sie am meisten bewegt hat? Na, ich glaube schon, erstens der Unterleutnant 1953, das hat mich doch sehr bewegt, da wurde ich gleich vom Hauptwachtmeister zum Unterleutnant befördert. Das war auch mit einer Gehaltsverbesserung verbunden. Die Gehälter waren ja damals nicht allzu doll und da kriegten wir als Dienstgrad Geld 350 Mark, das war ein Haufen Geld. Und da haben wir allen Ernstes diskutiert, dass wir das Geld nicht annehmen wollen, weil ja die DDR sich in so wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand und wir der Meinung waren, das Geld ist sicherlich woanders besser angewandt. Das war wirklich ein großes Erlebnis. Na, und dann natürlich, als ich zum General befördert wurde. Ja, das ist ja doch eine neue Qualität, ja, zum General befördert zu werden, 1978. Wie läuft so eine Beförderung ab? Wird da sozusagen die Abteilung zusammengerufen im großen Raum? Ja, und dann wurde ich befördert vom Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates, also von Erich Honecker. Dort wurden wir ins Zentralkomitee, ins Gebäude des Zentralkomitees bestellt, mussten unsere Paradeuniform anziehen mit vollem Ordensschmuck. Und dann hat der Sekretär des Nationalen Verteidigungsrates, Generaloberst Strelitz, den Befehl verlesen. Und Erich Honecker hat als Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates die Beförderung dann ausgesprochen. Dann wurde anschließend mit einem Gläschen Sekt angestoßen. Meistens hat der Genosse Honecker dann eine kleine Rede gehalten. Ein beförderter General musste einen Trinkspruch ausbringen. Und das Ganze hat eine halbe Stunde gedauert. Und dann war die Sache erledigt. Dann wurde noch ein Erinnerungsfoto gemacht in der Regel. Und dann war die Sache erledigt. Was für Trinksprüche waren denn das? Können Sie sich noch an ihn erinnern? Oder? Na, in der Regel waren das natürlich Trinksprüche auf die Partei und auf die Persönlichkeit des Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates und war ein Gelöbnis, alles zu tun, um die Aufgaben erfüllen zu können. Nicht? Und dann ist es ein langer Abend geworden? Je nachdem, je nach Temperament. Aber wenn Sie darauf anspielen, dass im MFS eventuell über die Maßen getrunken wurde oder so, Alkohol spielte im MFS eine ganz geringe Rolle. Es gab dann mal ein bedauerliches Vorkommnis hier im Norden. Da hatte ein angetrunkener Wachmann, glaube ich, zwei Zivilisten erschossen, spielte dann auch in einem gerichtlichen Verfahren nach 1990 hier in der Bundesrepublik eine Rolle. Da wurden die Bandagen noch enger gezogen. Das heißt, es gab einen Befehl, dass in Diensträumen überhaupt kein Alkohol mehr getrunken werden durfte. Aber auch vorher
zumindest in meinen Verantwortungsbereichen, spielte Alkohol überhaupt keine Rolle. Ich wollte insofern darauf anspielen, weil ich gelesen hatte, gar nicht im Zusammenhang mit der Staatssicherheit, sondern mit dem MI5, glaube ich, oder so, da hatte ich gelesen, dass Alkoholismus eine Berufskrankheit von Geheimdienstleuten ist, weil überhaupt so wenig... Überhaupt nicht. Kann man so überhaupt nicht sagen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wie ist das bei Beförderung von Frauen gewesen? Das ist genauso abgelaufen? Genauso, nur dass leider die Frauen, ich kenne keine, die zum General befördert worden wäre. Der höchste Dienstgrad bei Frauen war wohl Oberstleutnant oder Oberst, aber viel weiter konnten sie es nicht bringen. Und das waren dann auch Frauen im medizinischen Dienst oder bei Finanzen oder rückwärtigen Diensten oder dergleichen. Ansonsten muss man sagen, hatte sich in dieser Frage die Gleichberechtigung der Frauen auch nicht durchgesetzt. Warum nicht? Das war sicherlich noch bei einigen führenden Persönlichkeiten ein rückständiges Denken, dass doch die Frau noch mehr als das schwache Geschlecht angesehen wurde und vermeintlich deshalb kaum in der Lage wäre, operative Aufgaben durchzuführen. Und deshalb war die Frau im MFS im Wesentlichen doch im nicht operativen Bereich eingesetzt. Gab es auch ein Problem, wenn die Kinder gehabt haben? Das ist so eine Bereitschaft, wie Sie erzählen? Oder ist das ein... Ja, da waren die Frauen ja meistens ausgenommen. Ohnehin spielte die persönliche Rücksichtnahme im MFS eine große Rolle, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Wenn sie also Probleme hatten, ja, ihre Kinder beaufsichtigen mussten oder die Frau war krank oder dergleichen, dann hat man natürlich darauf Rücksicht genommen. Da gab es keine Frage. Wie ist denn das eigentlich, wenn sozusagen ein Mitarbeiter Probleme gehabt hat, wegen der Kinder schlecht in der Schule oder wie auch immer? Das MFS hat es doch im Prinzip schon gewusst, sozusagen. Die Familie ist doch auch immer kontrolliert worden, nicht? Oder? Da ist überhaupt nicht kontrolliert worden. Nee. Wenn Sie darauf... Nur bei der Einstellung sozusagen ist der... Da ist die Familie gründlich aufgeklärt worden, natürlich. Aber dann ist nichts mehr kontrolliert worden. Das gab es nicht. Sondern wenn es irgendwelche Hinweise gab, dass der Mensch persönliche Schwierigkeiten hatte, dass er sich seinem Vorgesetzten oder Parteisekretär anvertraut hatte oder dass es dafür äußere Anzeichen gab, dass er Probleme hatte, dann wurde in erster Linie darauf geachtet, dass man ihm persönlich hilft. Es gab eine sehr kameradschaftliche und wirksame Hilfe und Unterstützung für die Mitarbeiter. Haben Sie das oft erlebt, dass jemand zu Ihnen gekommen ist, sozusagen von Ihren als Vorgesetzter? Ja, ich habe das nicht öfter, aber hin und wieder erlebt. Ich habe das aber auch von anderen erlebt, dass Vertrauen zumindest zu uns in der Verwaltung für Staatssicherheit war so groß, dass auch Menschen aus dem zivilen Bereich zu mir gekommen sind und haben mir ihre Probleme anvertraut. Ja, das gab es nicht wenig. Aber so eine Polizei, in der Polizei gab es doch, nicht die Abteilung, die darauf... Es gab keine Polizei in der Polizei, das gab es nicht. Es gab eben eine Disziplinarabteilung und in den Bezirken Disziplinarmitarbeiter, die im Falle eines Disziplinarvergehens tätig wurden. Und es gab natürlich auch in der Spionageabwehr eine Beachtung bei Verdacht von Verratsfällen. Nicht? Das glaube ich schon. Aber so wie man sich das vorstellt, ein Geheimdienst, dass vielleicht jetzt noch irgendwie eine Diensteinheit innerhalb der Staatssicherheit mit nachrichtendienstlichen Mitteln gearbeitet hätte, das ist Unfug. Aber im Bereich mit der HVA, da braucht man es doch eigentlich, oder nicht? Also das ist sozusagen für... Ja, da gab es genau dasselbe. Da gab es auch eben die Disziplinarabteilung und sicherlich wurde auch eng zusammengearbeitet mit der Spionageabwehr bei dem Verdacht von Verratsfällen. Nicht? Häufig wurden die ja signalisiert, weil wir ja nicht schlecht verankert waren im Bundesnachrichtendienst und im Verfassungsschutz. Und auch durch die sonstigen Überwachungsmöglichkeiten außerhalb des MFS gab es ja Hinweise, wo Geheimdienste versuchten, Mitarbeiter des MFS zum Verrat zu bewegen.
Und ich habe selbst solche Dinge nicht bearbeitet. Ich weiß aber, dass man häufig mit den Menschen, die da ins Fadenkreuz des Geheimdienstes gekommen war, gesprochen hat. Und die Probleme auf diese Art und Weise gelöst hat. Wie hat sich denn so ein Fall wieder von Stiller ausgewirkt auf die Atmosphäre? Also auf alle Fälle wurde erstmal sofort Schluss gemacht, dass Mitarbeiter doch bis dahin recht unkompliziert nach West-Berlin und Westdeutschland gelangen konnten. Also ein Mitarbeiter der Abteilung 2 oder der HVA, der brauchte bloß das berühmte kleine Kärtchen. Das hat er quittiert und dann ist er zum S-Bahnhof Friedrichstraße und dort auf den Westbahnsteig und in die S-Bahn gestiegen und dann oder in die U-Bahn gestiegen. Und dann war in West-Berlin. Damit wurde natürlich sofort Schluss gemacht. Die Anforderungen wurden, die Kontrollmöglichkeiten wurden strikt erhöht. Dann gab es natürlich Befehle dazu und ich könnte mir vorstellen, aber hier würde ich auch bitten, dann vor allem Herrn Möller und andere zu befragen, könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch Auswirkungen hatte auf die Disziplinarabteilung und auf die Hauptabteilung Spionageabwehr. Ich meine, das ist jetzt auch mehr bezogen auf die Atmosphäre. Was ist doch ein Schlag ins Kontor, also, oder? Ja, natürlich. Das war eine große Niederlage, die wir auch als Niederlage in dem Sinne empfunden hatten. Denn wir hatten ja eigentlich in der ganzen Zeit der Staatssicherheit relativ wenig Verratsfälle. Relativ wenig. Also im Vergleich mal zu anderen Geheimdiensten hat sich ja unser doch als recht stabil erwiesen. Insofern war das eine Ohrfeige. Und sicherlich hat das dann zukünftig im Denken eine stärkere Rolle gespielt. Ne? Gab es sowas sozusagen, den holen wir uns zurück oder den? Also ich bin mit solchen Problemen nicht konfrontiert worden. Auch in meiner Eigenschaft als stellvertretender Minister nicht, dass ich nun sonderlich Aufträge gehabt hätten, mit unseren Mitteln zu erforschen, wo ist der Aufenthalt oder so, das war nicht der Fall. Aber es hat auch Mitarbeiter gegeben, die aus dem MFS ausgeschieden sind, also nicht als Verräter, sondern die, was waren das für Motive, den Dienst zu machen? Erstmal muss man sagen, der Neueingestellte hatte sich schriftlich verpflichtet, mindestens 25 Jahre in der Staatssicherheit zu dienen. Unter dem wurde es nicht gemacht. Mindestens 25 Jahre hieß in aller Regel bis zum Erreichen des Rentenalters. Und wenn jetzt jemand ein Entlassungsersuchen stellte, dann wurde der natürlich auch erstmal befragt nach den Motiven. Und manchmal sind die eben einfach nicht mit der Arbeit zurechtgekommen, haben ihrer alten Arbeit nachgetrauert, nicht, hatten irgendwelche persönlichen Probleme. Natürlich wurden sie auch speziell in der Parteiversammlung kritisch befragt. Nicht? Also da fiel manchmal schon das Wort Kapitulantentum oder dass er ungenügendes Verhältnis zur DDR und zum MFS hätte. Also es wurden ihm schon Vorwürfe gemacht, aber letztendlich Tatsachen sind ein hart Ding und was soll man einen Mitarbeiter mit sich herumschleppen, der nur widerwillig seinen Dienst in so einem neuralgischen Apparat macht. Also hat man ihn gehen lassen, ohne dass es für ihn irgendwelche Konsequenzen gegeben hätte. Also ich finde es auch schwierig, wenn man sozusagen nach Hause kommt. Wie war denn das? Haben Sie hier zu Hause über Ihre Arbeit geredet, wenn Sie Probleme hatten oder wenn Mielke Sie unzufrieden war oder Streit hatten da? Natürlich darf man nicht sprechen über bestimmte Personen, inoffizielle Mitarbeiter, bearbeitete Personen oder sonst wie. Aber dass man durchaus Gesprächsstoff mit seiner Ehefrau hat und die Ehefrau ist ja in der Regel die engste Vertraute, dass man mit ihr auch manchmal Probleme bespricht, die man im Dienst hatte, eben meinetwegen Auseinandersetzungen mit dem Vorgesetzten oder dergleichen, ist ja nur zu natürlich. Ihre Frau war auch beim MFS, ne? Nein. Aber Ihre Kinder sind dann zum MFS gegangen? Meine Kinder sind zum Teil, meine beiden Söhne, ja. Haben Kriminalistik studiert
und haben dann ihre Arbeit im MFS aufgenommen. Und da darf man sich dann auch für interessieren, wie denn das Fortkommen ist oder wie, da so still, so stillschweigend ist es dann auch nicht. Ach, liebe Barbe, wie gesagt, die Geheimhaltung umfasst ja wirklich Probleme, die der Geheimhaltung unterliegen. Aber da gibt es ja noch ein weites Feld für Gespräche. Und wenn man sozusagen so im Urlaub in der Kneipe sitzt und jemanden kennenlernt, wer sind Sie da gewesen? Sind Sie General Schwanitz, sind Sie ja nicht gewesen? Das kam drauf an, nicht? Das kam drauf an. Natürlich habe ich da nicht das Schild vor mir hergetragen, aber wenn ich manche Gespräche hatte, habe ich mich auch als Mitarbeiter der Staatssicherheit zu erkennen gegeben. Warum nicht? Wir waren ja offiziell, wir waren ja nicht die Schlapphüte mit langem Ledermantel, die man sich so manchmal vorstellt. Wir standen voll im Leben, wie jeder andere Bürger auch. Und die Staatssicherheit war ja bis 1989 doch in breiten Kreisen der Bevölkerung ein durchaus anerkanntes, offizielles Staatsorgan. Aber es gab ja auch sozusagen zum Beispiel Beobachtungs-IMs, nicht? Die hatten dann eine vollkommene zweite... Da wurde nach 1989 eine unerhörte Brühe gemacht, nicht wahr? Sogenannte U-Mitarbeiter. Und da hat man dann gedacht, das sind also besondere untergetauchte Mitarbeiter, die sozusagen als Überlebensspezialisten vorbereitet waren. Das ist alles Unsinn. Das waren eben die Mitarbeiter in der Beobachtung, die nur Beobachtungen durchführten und die deshalb die offiziellen Dienststellen des MFS nicht betreten durften, die also irgendwie in konspirativen Objekten zusammenkamen, eben damit nicht etwa jemand sie als Mitarbeiter der Staatssicherheit identifizieren konnte. Aber die haben dann doch abends in der Kneipe nicht gesagt, diese Mitarbeiter. Sicherlich durften die das nicht. Das wäre ja, dann wäre ja alles umsonst gewesen. Dann hätten sie auch die Dienststelle betreten können. Hätten Sie so einen Job machen mögen? Das ist eine hypothetische Frage. Aber wenn Sie gefragt worden wären, dann hätten Sie... Wenn ich damals in meiner Unkenntnis beauftragt worden wäre, U-Mitarbeiter zu werden, hätte ich das genauso gemacht, wie ich dann... zum Beispiel die Tätigkeit eines Abwehroffiziers bei der Volkspolizei durchgeführt habe. Ich habe auch in den Akten so einen neuerer Vorschlag gesehen. Da hatten Beobachtungs-IMs vorgeschlagen, ich glaube, also weibliche, eine Fotokamera sozusagen so im BH zu verstecken. Und das unterstand doch eigentlich der Abteilung OTS, der Sie dann vorstanden als stellvertretender Minister. Wie ist da so die Zusammenarbeit gelaufen? Haben die gesagt, wir brauchen eine neue Kamera, die muss man da verstecken können? Oder wie? Na, also erstmal die Neurer-Tätigkeit. Die Neurer-Tätigkeit spielte im MFS eine riesengroße Rolle. Wir hatten in allen Dienststellen, also Bezirksverwaltung und so weiter, Hauptabteilung, Neurer-Beauftragte. Und da gab es auch Neurer-Messen. Und da wurden auch Neurer, die besonders gute Entwicklungen vorgelegt hatten, ausgezeichnet, prämiert und so weiter. Diese Arbeit wurde auch durch Prämien stimuliert. Also es war eine ganz ausgeprägte Arbeit. Ohnehin legte man in der Staatssicherheit sehr viel Wert auf Kreativität, ja, auf bewusste Mitarbeit. Ich glaube auch, das ist mit ein Grund, dass doch teilweise recht passable Ergebnisse erzielt werden konnten. Was den OTS betrifft, den operativ-technischen Sektor, so war das natürlich eine wissenschaftlich-technische Arbeit auf höherem Niveau. Also man muss sich den OTS wirklich vorstellen als ein hochmodernes kriminaltechnisches Institut. Natürlich mit den spezifischen Aufgabenbereichen eines Sicherheitsorgans und eines Geheimdienstes. Nicht? Aber ich muss sagen, ich ziehe tief den Hut vor diesen Menschen, die dort gearbeitet haben, weil ja die Devisen unerhört waren. Sie haben ja kaum was bekommen, nur nach langem Bitten und Betteln und dann nie so viel, wie sie wirklich brauchten. Und trotzdem haben sie sehr beachtenswerte Ergebnisse erzielt. Also ich will bloß darauf verweisen, dass es uns ja gelungen war, den
Personalausweis, den sogenannten fälschungssicheren Personalausweis der BRD nachzumachen. Und zwar so, dass man ihn als Fälschung nicht erkannte. Wir haben faktisch mit unseren Mitteln den Personalausweis der BRD produziert. Nicht? Wäre nie aufgefallen, dass es ein Exponat von uns war. Haben Sie auch Geld produziert? Nein, nein, nein. Im Gegenteil, als dann die Canon-Kopiergeräte, die Farbkopierer auftauchten, die ersten, und wir auch den ersten hatten, habe ich selbst noch einen Befehl erlassen, dass auf diesem Kopierer kein Geld kopiert werden darf. Ja, also kriminelle Handlungen schieden bei uns aus. Die wissenschaftliche, technische Arbeit diente ganz allein nur der operativ-technischen Arbeit, also der operativen Arbeit. Was braucht da ein Geheimdienst? Der braucht sehr viel. Der braucht zum Beispiel Geheimschriftmittel. Er braucht Mittel, um Geheimschriften sichtbar zu machen. Und da war es uns zum Beispiel gelungen, in den ganzen letzten Jahren, wir haben die Geheimschriftbriefe mitlesen können, haben sie dann faktisch wieder chemisch geschlossen, sodass der Empfänger nicht gemerkt hat, dass wir den Brief kontrolliert und gelesen hatten. Ich meine, das ist eine beachtliche wissenschaftliche Leistung gewesen. Dass wenn wir einen verdächtigen Brief rausgefischt hatten aus der Postüberwachung und es war ein Geheimschriftbrief, hat der Gegner lange, lange nicht erkannt, dass wir schon längst auf der Fährte des Agenten waren. Wie ist das abgelaufen? Ja. Oder sagen Sie erst mal? Nö, das war ein chemischer, das sind chemische Prozesse, die da abgelaufen sind. Nicht? Das heißt, da sind bei der Postkontrolle Briefe aufgefallen, die nicht direkt gelesen werden konnten und die sind dann zu Ihnen gekommen? Nee, das ist. Wir haben natürlich von den Fehlern der Geheimdienste gelebt. Und gerade der BND hat manchmal sehr beamtenhaft gearbeitet. Also beispielsweise Deckadressen aus einem bestimmten Raum. Wenn wir das erkannt hatten, dann haben wir natürlich uns auf die Briefe aus einem bestimmten Raum konzentriert. Und dann hatten die Briefe noch weitere Merkmale. Da stimmte meinetwegen die Anschrift auf dem Kuvert nicht überein mit der Handschrift im Brief. Oder eine angeblich 80-Jährige hat erzählt, dass sie gestern ein Kind gekriegt hat, um mal ganz grob zu sagen. Also aufgrund solcher Merkmale haben wir die verdächtigen Briefe rausgefischt. Aufgrund der formalen Arbeit des BND haben sie zum OTS gegeben. Der OTS hat sie chemisch bearbeitet mit den verschiedensten Verfahren, hat plötzlich festgestellt, jawohl, Geheimschrift, hat die Geheimschrift lesbar gemacht. Es wurde eine Kopie gefertigt, alles beweismäßig gesichert. Der Brief wurde wieder zugemacht. Auch die Spuren der chemischen Behandlung wurden beseitigt. Der Brief wurde weitergeleitet an den Empfänger. Und wir wussten eben, X ist Agent. Und wir waren nun in Vorderhand, wann und was wir wie machen. Nicht? Was gab es noch außer Geheimschriftmitteln? Geheimschriftmittel, dann haben wir sehr qualifizierte Geräte zum Schluss festgestellt, gebaut, zum Beispiel zum Abhören der Mobiltelefone in der BRD. Wir haben sehr weit in die BRD hinein die Mobiltelefone mit abhören können. Zum Beispiel muss man wissen, dass Herr Genscher ja sehr viel und sehr gern gesprochen hat. Und wir haben dort natürlich sehr interessante Informationen ziehen können auf diese Art und Weise. Also ein ganzes Spektrum von wissenschaftlich-technischen Leistungen, die nur möglich waren eben aufgrund der Kreativität der Mitarbeiter beim OTS. Anders wäre das ja nicht möglich gewesen. Wurde viel im Eigenbau verwirklicht. Und das ist sozusagen so, dass dann, wie ist das dann abgelaufen? Ist dann Karli Coburger zu ihm gekommen und hat gesagt, wir brauchen noch eine neue Wanze, die man irgendwie besonders klein oder besonders gut im Telefon unterbringt? Oder wie läuft denn die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen? Die zwei Dienstleistungsabteilungen. Ja, natürlich. Oder? Der OTS hatte auch seinen Plan und der Plan wurde von mir bestätigt.
Der Plan musste auch berücksichtigen, welche Kapazität der OTS hatte, welche Mittel zur Verfügung standen, finanziell, materiell und so weiter. Und da wurden vorher die Aufträge der Diensteinheiten, die ein bestimmtes Niveau hatten, auf meinen Tisch gelegt und die mussten verteidigt werden. Und dort wurde eben nach Rang und Reihenfolge festgelegt, was können wir erst später, was können wir überhaupt nicht, weil wir eben dazu gar nicht die Kapazität hatten. Und im Ergebnis wurde dann der Plan vom OTS gemacht und OTS hat nach diesem Plan dann die Aufträge erfüllt. Und die Aufträge wurden natürlich in engster Zusammenarbeit mit den auftraggebenden operativen Diensteinheiten erfüllt, weil ja nur die die speziellen Anforderungen stellen konnten. Ich habe so einen Barkas gesehen, wo sozusagen dann das Kühlgitter, also so ein Kühltransporter, wo dann das Kühlgitter, das Schlitz war, wo die Kamera, glaube ich, versteckt war und Lichtschranke war so ein Türstopper und sowas. Haben Sie das erkannt, wenn Sie durch die Straßen gingen, sozusagen, wussten, konnten Sie den entscheiden von einem richtigen Kühltransporter? Irgendwelche Merkmale sieht man dann schon als Spezialist, ja. Dann gehen Sie durch die Straßen und sehen, aha, da sind die Kollegen bei der Arbeit, das, oder? Das ist ja nun, hat ja nicht an jeder Ecke so ein Kühlwagen gestanden, also das ist ja äußerst selten gewesen. Aber ich würde schon meinen, dass ich solche Fahrzeuge erkannt hätte aufgrund meiner Ausbildung und meiner Spezialkenntnisse. Aber das ist eben dem normalen Bürger nicht möglich. Es sei denn, die bewegen sich dazu auch völlig in den Wagen, nicht? Und dann sind sie noch dumm. Geräusche raus. So ist es, ja. Nichts war in der DDR so geheim wie die Struktur und Arbeitsweise des Ministeriums für Staatssicherheit. Fast 100.000 Hauptamtliche und etwa 150.000 inoffizielle Mitarbeiter waren Tag und Nacht im Einsatz. Die Bedrohung, die vom MFS ausging, war unbestimmt und unkalkulierbar. Die Methoden waren leise und weitgehend unsichtbar. Eine Kontrolle des MFS gab es nicht. Das ist das Sammeln von Informationen zu einer Person in ihrem Umfeld. Wären Sie Landesvorsitzender der SPD oder der CDU gewesen, dann hätte es mich interessiert. Und ich lasse mir einfach keine Verbrechen einreden. Ich habe sie nicht begangen und wir wurden auch nicht zur Durchführung von Verbrechen angehalten. Ich hatte zu der DDR ein Verhältnis vielleicht wie ein Vater zu seinen Kindern. Gibt es nicht wenige Feinde des Sozialismus? Nicht wenige, das. Aber es war doch nicht so, dass wir irgendwie als Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit Berührungsängste mit der Bevölkerung gehabt haben. Das war nicht so der Fall. Das war nicht so der Fall. Mythos Marlene Dietrich. Ihr Enkel David Riva setzt einen neuen Fokus. Von Hollywood an die Fronten des Zweiten Weltkrieges. Was ist geschehen? Auszüge aus ihren Tagebüchern. Unveröffentlichtes Material aus dem Privatarchiv. Eine erlesene Schar von Interviewpartnern erzählen ihr Leben, ihre politische und moralische Motivation im Kampf gegen Hitler. Für Germany verstehen und für Tschechoslowakia. Outside the barracks, by the corner, I'll always stand and wait for you at night. It was a love affair between... We will create our world for two. I'll give me a break. What is this, 16 years ago? I'll wait for you. Les Allemands n'étaient pas prêts à reconnaître. Marlene war ja mit den Amerikanern. Lily Marlene, for you, Lily.
Er hat die Seele des Jazz eingefangen. Die Fotos von William Claxton sind Klassiker. Chet Baker, Charlie Parker, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Miles Davis, aber auch Marlene Dietrich, Steve McQueen, Marlon Brando, Frank Sinatra. Über 40 Jahre gab William Claxton nicht nur dem Jazz ein Gesicht. Meine Damen und Herren. I actually knew who Claxton was because I'd seen his early photographs of Chet Baker. Sind in Berlin an die 1000 Bunkeranlagen gebaut worden in der Zeit des Krieges. Und existieren dürften davon vielleicht noch um die 10%. Es ist natürlich ein Fakt und eine Tatsache, dass es diese Bunker gegeben hat und dass sich zum Teil auch da ganz böse Geschichten drin abgespielt haben. Aber was sind die Räumlichkeiten, wenn es die Geschichten nicht geben würde von den Leuten, die da auch drin gewesen sind?